So, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag an. So, jetzt seht ihr mich auch. Einen wunderschönen guten Tag an diesem Donnerstagabend mal wieder. Wie an jedem Donnerstagabend einen wunderschönen guten Tag. Heute sogar ohne Verspätung. Ohne Verspätung. Guck mal, jetzt ist es 20:01. Ich habe genau um 20:00 auf den Knopf gedrückt. Insofern, ich hoffe, das wird mir wohlwollend angerechnet. Heute geht's los mit der Transferphase. Jetzt habe ich die Kamera ausgeschaltet, jetzt ist sie wieder an. Super. Heute geht's los mit der Wintertransferphase. Wir haben erst noch ein Spiel gegen Nürnberg, dann machen wir ein bisschen Wintertransferphase und dann, wenn wir es schaffen, also ich hoffe, wir schaffen es heute noch, haben wir am 20.01.2024 das Rückspiel gegen Schalke mit Terry. Und das könnte relativ brisant werden, weil es könnte sein, dass wir uns Terodde holen und es könnte sein, dass er sich Öztunali holt. Das heißt, da spielt dann Ex-Spieler gegen Ex-Spieler und wir alle wissen, was das im FM bedeutet. Bedeutet wahrscheinlich, dass beide treffen. Ja, also es wird heute wieder ziemlich spannend. Wir sind ja richtig gut drauf. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Spiele am Stück wir gewonnen haben, aber es sind viele, es sind bestimmt 10 Stück oder sowas. Und auf dieser Serie wollen wir heute natürlich aufbauen. Moin an alle. Hallo, was geht? Benutzerkonto, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Stuart, moin. Amon, Noah, Freezy, Star, Daminator, hallo. Haushalt wurde erledigt und jetzt geht's rein in die Abendunterhaltung. Nice, sehr gut. Sehr gut. Ich habe heute auch schon ordentlich was weggeschafft. Deswegen kann ich mich jetzt auch ein bisschen entspannen und ein bisschen entspannt mit euch FM zocken und mit Terry dann gleich. Freue ich mich mal drauf auf die Donnerstage. Was sagst du zur blauen Karte? Keine Ahnung. Was sagt ihr zur blauen Karte? Ich find's eigentlich, also für ein paar Vergehen finde ich eine Zeitstrafe eigentlich ganz gut. Zum Beispiel für Zeitspiel fänd ich's nice. Oder auch für Schwalben oder sowas. Also generell für unsportliches Verhalten fände ich eigentlich eine Zeitstrafe, würde ich eine bessere Sanktion finden, als einfach nur eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber im Großen und Ganzen ist es immer schwierig, Dinge im Fußball zu ändern. Ich bin da auch immer sehr, sehr konservativ. Also wenn es den Fußball angeht, bin ich immer sehr, sehr konservativ und will eigentlich, dass sich so wenig wie möglich ändert. Aber man kann ja mal drüber nachdenken. Und es wird ja wohl, also ich hab mir das noch nicht hundertprozentig durchgelesen, ich hab nur einen Tweet gesehen, aber es wird ja wohl kommen. Ne? Es wird da jetzt ein Test durchgeführt zur blauen Karte und dann wird das vielleicht kommen. Aber ich habe noch keine genauen Dinge zur Umsetzung gelesen. Der Fußball wird halt immer komplizierter für den Laien, noch undurchsichtiger. Das ist ein Argument, das finde ich immer beim, weiß nicht, Handball oder Basketball oder sowas, da gibt es so viele kleine Regeln. Ich finde es immer super schwierig, da wieder reinzukommen. Aber ich bin halt auch ein absoluter Casual-Zuschauer, was Handball oder Basketball oder sowas angeht. Ich stecke da eh nicht so tief drin. Keine Ahnung. Abseits ist ja schon zu kompliziert für Leute, die selten Fußball gucken. Verständlicherweise. Pünktlich und mit Trikot. Ja, heute mal mit Trikot. Richtig. Hast du den Tweet von Manuel Gräfe dazu gesehen? Nee, habe ich nicht. Das dazu. Irgendwas wollte ich heute eigentlich noch ansprechen, aber keine Ahnung. Ja, was man bei der blauen Karte natürlich auch wieder sehen muss, ist, dass wir dann darüber diskutieren werden nach Spielen. Warum der Schiedsrichter eine blaue Karte gegeben hat und keine gelb-rote, warum es eine gelbe gab und keine blaue und dies und das. Also ja, das stimmt schon. Einfacher wird es nicht werden. Bei der durchschnittlichen Kompetenz der Schiedsrichter in den europäischen Top-Ligen wird das ein absolutes Desaster werden. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, okay, ihr habt mich überzeugt, ich bin dagegen. So, war aber auch nicht schwierig. Faltencreme, einen wunderschönen guten Tag. Wollen wir einfach direkt mal rübergehen in den FM? Ich glaube, wir können das einfach mal machen. Arian, hallo, guten Tag. So, jetzt ist mein Bildschirm einfach mal ausgefallen. Perfekt. Das passiert in letzter Zeit andauernd, ein bisschen nervig. Komm, zack, rüber. Und da sehen wir schon unseren Fahrplan für heute. Und der Fahrplan für heute sieht so aus. Nürnberg und dann Schalke. Und zwischendurch eben ganz viel Transferphase, die super spannend wird. Denn auf einigen Positionen wollen wir uns ja ganz gerne vielleicht eventuell verstärken. Können wir dann gleich nochmal drüber reden. Nach der Schiri-Leistung gestern Abend, nein danke. Ich habe nur diesen einen Ausschnitt gesehen. Den Nicht-Elfmeter gegen Ajorg. Fand ich, Fand ich kurios, dass es da kein Elfmeter gibt. Wie läuft es bis jetzt so mit dem Zwei-Tages-Upload-Rhythmus? Wirst du das so beibehalten? Ich denke schon, ja. Also Sascha und ich, also Norseman und ich, haben uns mittlerweile ganz gut eingespielt. Morgen kommt dementsprechend die nächste Folge. Was kommt morgen? Köln oder Dortmund? Müsste dann wahrscheinlich Dortmund sein. Und am Sonntag kommt dann wieder Köln.
Das geht so halt eigentlich ganz gut klar. Deswegen behalten wir das mal so bei. Und ich glaube auch, ja, ich glaube, dass es ganz geil ist so. Machst du Vollzeit nebenbei? Mittlerweile bin ich auf 20 Stunden runter. Also nicht mehr Vollzeit. Vollmondschokolade, einen wunderschönen guten Tag. Welche Position möchtest du verstärken? Ich fände Flügel und eventuell AV-Verstärkung ganz sinnvoll. Ja, Flügel auf jeden Fall. Außenverteidiger eventuell auch. Oder vielleicht nochmal einen Innenverteidiger. Einen guten Innenverteidiger, der dann vielleicht auch schon Bundesliga-Niveau hat, weil, also auf. So wie es aktuell aussieht, werden wir wahrscheinlich aufsteigen und da können wir ja schon mal langsam anfangen zu planen, wie es dann in der Bundesliga aussehen könnte. Und da würde dann auch ein neuer Innenverteidiger anstehen, denke ich mal. Wir haben Ambrosius, wir haben Schonlau und dann wird es schwierig. Ich glaube nicht, dass Ramos Bundesliga-Niveau hat. Das heißt, da können wir uns umschauen. Wir haben ein bisschen was im Budget hier, 700.000 Euro. Gehaltsbudget ist aber relativ leer. Das heißt also, wir haben nicht wirklich viel Spielraum. Wir werden ja wahrscheinlich noch Öztunali abgeben an Terry mit der Kaufoption von 500.000 Euro, die uns einfach mal reingemogelt hat, der alte Trickbetrüger. Das wird passieren. Mal sehen, vielleicht holen wir uns Simon Terodde für die Rückrunde. Bin ich mir im Nachhinein aber noch nicht so ganz sicher, ob wir das tatsächlich tun wollen. Patrick Pfeiffer wäre geil. Ja, stimmt. Typo im Titel. Warte. Winter. Transferphase. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Was sagst du zu dem Berlin Open? Ja, das war natürlich relativ krass, ne? Die Proteste zum Beispiel. Man kann sie natürlich absolut verstehen. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was morgen passieren wird. Sehr gespannt, was morgen passieren wird, weil ja 96 zu Gast ist und an Martin Kind, dem 96-Geschäftsführer, entzünden sich ja so ein bisschen die Proteste. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich werde morgen auch im Stadion sein und mir das Ganze aus sicherer Entfernung anschauen. Ich sitz leider ein bisschen zu weit weg, um selbst Tennisbälle mitzubringen. Aber die haben das ja mit diesen Hundewerfdingern gemacht. Vielleicht würde ich mit den Dingern auch weit genug kommen. Eventuell, keine Ahnung. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch auf das Spiel morgen gespannt gegen 96. Und ich bin sehr froh, dass Halzenberg nicht spielt. Das nimmt denen ordentlich Qualität im Spielaufbau, denke ich mal zumindest. Ferreira sollte von Walter mal als rechter Flügel eingesetzt werden. Zusammen mit Reis haben wir eine niederländische Waffe. Wäre cool, aber wir haben halt auch Jatta, ne? Also es gibt irgendwie keinen Grund, Jatta rauszunehmen. Das Spiel hat nicht vergessen, einen Torwart auf die Bank zu tun. Ja, das war so eine krasse Folge, ne? Das war so crazy. Das habe ich ja in der Folge schon immer gesagt, dass ich sowas noch nie erlebt habe. Im Football. Oder ich habe das einmal erlebt, das war im FM18, glaube ich. Da hat sich mal ein Torwart von mir verletzt. Und dieses Jahr soll das ja wohl öfter passieren, dass sich Keeper verletzen. Und dann in dieser Köln-Folge gleich zweimal? What the fuck? Stimmt, Köln ist auch weg. Der ist zu Gala, ne? Der ist zu Gala. Erinnere nochmal an die Auflösung hochzustellen. Was meinst du? Und moin. So, okay, wir haben die erste Entscheidung zu treffen. Im letzten Stream gab es ja die Geschichte mit Levin Öztunali. Terry hat ein Leihangebot gemacht und da haben wir ein bisschen verhandelt. Er glaube ich, zuerst 60% Gehaltsanteil angeboten. Ich habe gesagt, nee, ich möchte gerne 90. Am Ende hat er mir angeboten 70% plus 90 ohne Einsatzzeiten. Und dann hat er, ohne es mir zu sagen, noch eine kleine Kaufoption mit reingemogelt von 500.000 Euro. Und diese Kaufoption, die ist halt unter seinem Wert, ne? Ja, auf der anderen Seite habe ich ja eben schon gesagt, dass wir uns wahrscheinlich offensiv noch verstärken wollen. Und Öztunali wäre dann wahrscheinlich eventuell über. Und ich glaube außerdem nicht, dass Terry diese Kaufoption ziehen würde. Also der hat genau ein Transferbudget von 500.000 Euro. Und wenn der das alles ausgibt für einen Deal von Levin Öztunali, das wäre crazy, das glaube ich nicht. Ja, wir hätten damit ein bisschen Platz im Gehaltsbudget frei. 700.000 Euro ist eine ganze Menge. Beziehungsweise 500.000 oder 600.000 bis 700.000. Das ist eine ganze Menge, die wir dann da sparen würden, die wir dann eventuell für einen besseren Spieler ausgeben könnten. Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass wir ihn einfach für eine Halbserie gehen lassen. Außerdem wäre es auch ganz guter Content, wenn wir dann gegen Öztunali spielen. Zurücktreten und Kaufoption streichen lassen. Meinst du?
Meinst du? Verhandle lieber mit Terry nach, lass dich von dem Halunken nicht über den Tisch ziehen. Meint ihr, wir sollen das erstmal ablehnen? Meint ihr, wir sollen das ablehnen? Meint ihr die Bildqualität? Achso, ja, jetzt hier im Stream kann man das, glaube ich, gar nicht umstellen. Da ist, glaube ich, die maximale Qualität 1080, aber sonst in den Videos, wenn ihr die Videos guckt, dann empfehle ich euch immer auf 1440p umzustellen, weil da die Bildqualität deutlich besser ist. Da gibt es einfach eine bessere Bitrate und das sieht dann in den Games besser aus. Danke nochmal für den Hinweis. Am Ende zieht er die und du musst für 500.000 Euro einen Ersatz finden. Okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt noch mal überlegt und das Ding ist, wir haben auf rechts außen Jatta. Und dann dahinter nichts mehr. Das würde uns jetzt in der Wintertransferphase in eine Lage bringen, in der wir uns da Ersatz suchen müssten. So könnten wir uns Ersatz suchen. So, und wenn wir ihn abgeben würden, müssten wir uns Ersatz suchen. Komm. Fällt ins Wasser. Bin mal gespannt auf Terrys Reaktion. Bin mal gespannt. Aber ich finde auch ganz ehrlich, Trickbetrüger darf man nicht belohnen, oder? Darf man nicht belohnen. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Da wird er sich freuen. Ja. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Kratzt eigentlich nur bei mir die Hintergrundmusik so? Echt jetzt? Empfehle ich euch immer auf 1440p umzustellen, weil da die Bildqualität deutlich. Aber ich finde auch ganz ehrlich, Trickbetrüger darf man nicht belohnen, oder? Nee, stimmt. Ich kann ja mal sagen, ob es jetzt besser ist. Das Problem hatte ich schon mal auf Twitch. So, ich wollte ganz gerne nach einem neuen Außen suchen. Das wollte ich ganz gerne tun. Am besten rechts außen. Dreieinhalb Sterne potenzielle Fähigkeit. Ne, machen wir mal 3 Sterne. Alter zwischen 15, machen wir mal bis 27, machen wir mal 19 bis, komm, 18 bis 27. Top-Priorität. Da suchen wir mal. Warum wurde denn Östinalis abgesagt? Und damit einen wunderschönen guten Abend, Junukas. Einen wunderschönen guten Abend, Terry. Und ich hoffe, der FM2-Kette-Chat hört mich auch dieses Mal. Hallo, guten Tag. Ja, ich sehe Pegelausschläge. Ja, also ich habe mir das nochmal überlegt und ich habe mir dann gedacht, irgendwie, dass also Trickbetrüger dürfen nicht belohnt werden. Das geht nicht. Mir einfach irgendwelche Optionen hier unterjubeln und dann noch ein schönes Short draus machen, sich auf Instagram dafür feiern lassen. Und dann meinen, dass es auch noch so durchgeht, ne? Ja, unfassbar. Frech. Ja, schade. Ja, naja. Du weißt aber schon, dass die Ausstiegsklausel mein gesamtes Transferbudget umfasst hat. Ja, das stimmt. Ich habe einfach nicht mehr. Das hätte ich auch relativ wild gefunden, wenn Schalke endlich mal wieder 500.000 Euro zur Verfügung hat und dann geht alles für den Enkel von Uwe Seeler drauf. Oh Mann. Ja, also. Was ist denn dein letztes Spiel jetzt in. Wir haben jetzt Nürnberg gleich. Nürnberg, genau, okay. Genau. Der Tabellenfünfte tatsächlich, die sind richtig gut. Oh ja, nimm den mal. Ja, weiß ich nicht, will ich, dass du den Punkte wegnimmst? Ist schwierig. Ja, komm. Kannst du mir auch mal die Daumen drücken? Gegen den Club. Ja, grundsätzlich ja schon, aber ich finde, das könnte noch ein bisschen spannender werden, die Liga. Was ich meine? Ja, es. Nö. Gibt's nicht zwischen Schalke und Nürnberg sogar eine Fanfreundschaft? Ich glaube, da war irgendwie sowas.
Das heißt, du müsstest eigentlich dem Club so oder so die Daumen drücken, allein aus freundschaftlicher Verbundenheit. Ach so. Na ja, gut, dann machen wir das einfach. Ja, ja. Wen habt ihr jetzt noch am letzten Spieltag? Die Nachbarschaft aus Fürth. Ja, alles klar. Fürth. Ja. Da, 10. Ja. Ah, alright. Ja, dann lass uns mal Richtung Spieltag gehen, ne? Ja, machen wir so. Habt ihr denn schon Transferziele ausgemacht für die Wintertransferphase? Ja, also ich habe mein komplettes Budget auf Kräuter gesetzt. Schneller Stürmer aus Salzburg. Ach, Kräuter. Ich war gerade verwirrt, weil du gerade gegen Fürth spielst. Ich dachte, das hat was damit zu tun. 500.000 Euro für Kräuter. Okay. Na ja, gut, das heißt, es wurden sogar schon Angebote gemacht. Aber dann wärst du ja im Grunde durch, ne? Also wenn das Ding durchgeht, dann... Ja, ich hatte ja gehofft, ich krieg noch Essienali, aber ja, muss da, glaube ich, nochmal ein Angebot ohne Ausstiegsklausel machen. Oder willst du den jetzt behalten, nachdem er das Tor gemacht hat da neulich? Ja, der war echt gut gegen Paderborn und ich habe mir jetzt, also ich weiß es nicht, wir haben auf rechts außen nur Bakariata dann, wenn er gehen würde. Und eventuell wollen wir uns da verstärken auf rechts außen. Aber wenn Özcanali gehen würde, dann müssten wir uns da verstärken. Dann wird das ein bisschen Druck aufbauen. Hast du niemanden, der das noch so sekundär spielen kann? Ja, Königsdörfer könnte das machen, aber der spielt im Moment auf Linksaußen sehr gut und so. Also es wäre alles ein bisschen schwierig. Auf Kante genäht. Auf Kante genäht, ja, genau. Na, schade, ich habe hier mit Özcanali schon geplant. Ja, das dachte ich mir schon. Aber vielleicht, wenn es hier in der Transferphase nochmal einen schönen Rechtsaußen gibt, dann lassen wir da gerne nochmal mit uns reden. Ja, alles klar. Können wir uns gerne nochmal auf. Ich muss jetzt hier gerade mit Sebastian Polter sprechen, der ist unzufrieden. Brauchst du nicht Polter, der kann bestimmt auch White Target Man spielen. Nee, Simon oder nix. Simon oder nix. Na gut. Dann erwarte ich mal dein vielversprechendes Angebot. Ja. Bona Incubus übrigens. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Das ist ja nice. Dankeschön. Der hat sich hier gerade eine Dauerkarte gezogen. Muchas gracias. Für den Support. Was hältst du von Machino? Du wolltest Japaner holen und die Konkurrenz schwächen, klingt auch gut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Shuto Machino ist ein guter. Der kann halt offensiv alles spielen, ne? Der ist gut, der ist echt gut. 200.000 bis 2,7 Millionen. Da schicken wir mal einen Scout hin, den schreiben wir uns mal auf die Auswahlliste. Dann schreiben wir uns nochmal Tatsuya Ito mit auf die Auswahlliste. So, der kann mich auch jetzt ausspielen. Oder? Ich hatte ja kurz ein bisschen Angst bekommen, nachdem ich dir mein Transferziel verraten habe, ob jetzt hier noch so ein feindliches Übernahmeangebot kommt. Nein. Aber ist tatsächlich jetzt schon durch, der Deal. Wir spielen fair. Nachrichten. Das ehrt dich. Ja, danke. Ach da, Seko Kuita. Ach, Kuita, ich dachte echt Kräuter. Okay, 16 Antritt. Ja, den habe ich eben auch gesehen. Der war auch in meinen Scouting-Vorschlägen. Hätte ich auch überlegt. Jojo, was geht? Moin. Was war der letzte Stand des Terodde-Deals? Ja, darüber können wir uns auch noch mal unterhalten. Wir haben uns glaube ich, nur lose unterhalten über Terodde. Und überlegt, was wir da von Angebot abgeben. Hier steht ein Preisschild von 1 Million Euro drauf, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ne? Guck mal, sein Vertrag läuft aus, der möchte wahrscheinlich relativ viel Geld verdienen. Ich glaube, dass es zu teuer ist. Und das irgendwie, also wenn wir Terry ein Angebot machen. Genau, guck mal, so ein Angebot hab ich ihm gemacht. Da würden dann am Ende 500.000 Euro bei rumkommen. Pro Liga-Einsatz 5.000 Euro über die nächsten 30 Spiele, aber da wird ja keine 30 Spiele für uns machen, denke ich mal. Da wird er so eine Reservespielerrolle machen. Und falls wir, also das wären 350.000 Euro wahrscheinlich, falls wir aufsteigen. Es wäre halt, also rein FM-technisch wäre es kein smarter Transfer. Aber why not? Kann man doch einfach mal machen, oder?
Wir brauchen noch einen guten Reservestürmer, den 35-jährigen Simon Terodde. Ich schicke ihm mal ein Angebot rüber. Ey, Dojo, danke, Mann. Das freut mich voll. Das freut mich. Nichts schreit so sehr Finger weg wie Simon Terodde. Findest du? Ach komm. Ach komm. Simon ist ein guter. Also den da vorne, guck mal. Simon da vorne als, wir spielen ja mit einer hängenden Spitze auf Unterstützen. Simon kann das gar nicht mal so gut. Perfekt. Aber, naja. Also als Reservestürmer fände ich das komplett okay, wenn er denn diese Rolle überhaupt annehmen wollen würde. Ne? Also wenn er bei uns auch jetzt irgendwie sagt, komm, ich möchte eine Million Euro verdienen oder sowas, dann machen wir das nicht. Tanaka gucken wir uns auch mal an, ja. Aber der wird doch bestimmt eher in die Bundesliga gehen, oder? Der ist doch ganz gut. Ah, geht sogar. Rein preislich. Wir haben halt auch kein Geld, ne? Wir haben halt auch kein Geld. Panikura, moin. Tresoldi. Ja, Tresoldi ist natürlich der absolute Königstransfer, oder wäre der absolute Königstransfer. Scouten wir auch schon. Schauen wir uns mal an. So, habe ich jetzt einen Scout losgeschickt eigentlich für einen Flügelspieler? Ja, habe ich gemacht. Sehr gut. Kozuki wäre auch spannend, ne? Ach, Flanken 10 reicht mir nicht. 100.000 Euro für einen 35-jährigen Reservespieler ist nicht wenig. Nein, das ist relativ viel. Das ist relativ viel. Wir nennen es einfach Aufbauhilfe West für Schalke. Franco Nara wird uns hier vorgeschlagen. Das ist ja auch wild. Das ist ja auch wild. Guck mal. Wir haben ein Angebot bekommen von Terry. 250.000 plus 250.000 Euro. Der möchte uns 500.000 Euro aus den Taschen ziehen für Simon Terodde. Was für einen Reservestürmer einfach zu viel ist. Das ist einfach zu viel. Guck mal, ich kann eine Nachricht schreiben. Oh, warte mal. Steht das da jetzt? Ach, schade, steht da nicht. Das machen wir natürlich nicht. Das ist zu teuer. Max Mörl steht. Der ist auch zu teuer. So, Ito habe ich auch gescoutet, ne? Also Ito schauen wir uns an. Hiroki Ito, nee. Mach doch einen Tausch. Du meinst, wir geben ihm Öztunali und er kriegt, nee, und wir kriegen Terodde. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Wir können auch überlegen, ob wir, also wenn wir uns noch einen Stürmer holen, dann müssten wir überlegen, ob wir unseren jungen Kollegen Andras Nemeth verleihen für eine halbe Saison. Oder wir sagen einfach, komm, egal, die Stürmerposition passt so. Glatzel als erste Option und Nemeth dahinter. Das geht halt auch, ne? Also das ist jetzt keine Position, auf der wir unbedingt was tun müssen, auf der wir uns unbedingt von FM2er-Kette Gaming über den Tisch ziehen lassen müssen. Das muss nicht sein. Ja. Vielleicht lassen wir es einfach so. Ich meine, ich hätte schon Bock, irgendeinen Deal mit Terry zu machen, ne? Ich hätte da schon irgendwie Bock drauf. Aber ich habe immer das Gefühl, dass er mich über den Tisch ziehen will. Aber ich glaube, von dem kriegen wir kein gutes Angebot, ne? Ich glaube, von dem kriegen wir kein gutes Angebot. Bin nicht so überzeugt von Nemeth. Ja, der hat hier bisher auch noch nicht wirklich gut performt. Was ist eigentlich für eine komische Übersicht hier? Berichte? Nee. Komm, nehmen wir mal Terrys Übersicht. Wen hat der nicht hier ausgedient? Oder zum Probetraining? Luca Di Maggio. Den schauen wir uns an.
Den gucken wir uns an. Der war in Berlin einfach unglücklich, der wird schon noch einschlagen. Ja. Ich fand ihn ganz gut in Berlin, ehrlich gesagt. Also wenn er den einen Kopfball macht, den er an die Latte setzt, dann sagen alle, dass es ein Top-Spiel war. Asano. Hansi Flick, was ist das? Guter Mann, guter Mann. Moin, Servus, hallo. Bin ich auch sehr. Ja, Fiete Arp wäre auch eine Idee, ne? Aber der ist im FM leider echt nicht gut. Fiete ist im FM leider echt nicht gut. Filippo Mané fände ich auch geil, ne? Kennen wir ja noch vom BVB. Aber ist leider zu teuer. Fabian Klos. Was macht der hier? Ach was, guck mal, da kostet nur noch 1000 Euro. Dann schauen wir uns den auch nochmal an. Magath stimmt Lobeshymne auf Königsdörfer an, sehr gut. Was mit Billy Meder in Ingolstadt verliehen ist. Ich glaube, der ist im FM leider auch nicht so ganz gut genug. Wie viel Budget? 700.000 Euro. Und Gehaltsbudget ist komplett ausgeschöpft. Oder Belimé. Ja, guck mal hier, der ist leider echt nicht gut genug. Das ist jetzt in der Realität übrigens beim VfB Lübeck. Da war ich letztes Wochenende und hab mir das live angeguckt beim VfB. Und ich fand ihn echt gut. Oder Belimé. Belimé und Robin Velasco und Leon Sommer, die ja alle aus der zweiten vom HSV kommen, die gefielen mir alle echt gut. Als der Coach vor allem Belimé und Velasco runtergenommen hat, war das Spiel irgendwie tot für den VfB. Vielleicht Nemeth doch an Terry. Ja, wenn ich... Das können wir machen, ne? Wenn er mir garantieren würde, dass Andras Nemeth spielt... Leonardo Vonic... Von Rot-Weiß Essen, 20 Jahre. Ja, drei Sterne Potenzial. Hm. Weiß nicht. Bis morgen im Stadion? Ja. Mein Tipp? Tipp 1-1. Nee, 1-1 tippe ich nicht. Ich glaube, das wird ein wildes Spiel. Da fallen bestimmt viele Tore. 3-3, sag ich. Das Spiel morgen geht 3-3 aus. Aber das Ding ist halt auch, ja genau, bei Bari sagt das schon, wenn ich Terry Nemeth verleihe, dann weiß ich ganz genau, dass nicht der spielt, sondern Sebastian Polter oder Keke Topp oder Brian Lassme oder was weiß ich wer. Ich glaube, der hat da genug Stürmer. Ich glaube, der hat da genug Stürmer. Bochum ist auch an Terodde interessiert. Das würde natürlich auch passen. Ne? Ist ja auch ein Ex-Verein. Achso, und dann können wir uns natürlich nochmal die unkreativste Variante Masaya Okugawa angucken, der in der Realität ja zum HSV gekommen ist und auf beiden Seiten spielen kann. Ich frage einfach mal an, ob die den verleihen würden. Okay, würden sie nicht. Das wollen die leider nicht. Dann geht das leider nicht. Okay, wir sind erstmal wieder am Spieltag. Ich schicke mal einen Scout rüber nach Gelsenkirchen für Keke Top. Den schauen wir uns an. Dann sortiere ich mal nach Alter, wäre es noch interessant. Thailand Budo, das ist auch ein guter Rechtsverteidiger. Ja, ist kein guter Rechtsverteidiger. Hatte ich irgendwann mal in, ich glaube im letzten FM oder im vorletzten FM war der echt ganz gut. Merken, Lasme. Nee, Scheinberg, Idrissi, Ovean. Das ist halt echt alles nicht interessant, ne? Das ist halt echt alles nicht interessant. K-
Keitel, finde ich, ist ein super Spieler. Super gut. Finde ich sehr interessant. Können wir uns nur leider aktuell nicht leisten. Ne? Ich weiß nicht, ob der spielt hier. Guck mal, der spielt sogar. In der Liga 4 Einsätze, 7 Mal von der Bank. Würden sie auch nicht verleihen. Wow. Das können wir machen. Ich schaue einfach mal auf die Leihliste. Gucken wir einfach mal nach interessanten... Hallo. Lädt ganz schön lange. Gucken wir einfach mal nach interessanten Rechtsaußen. Alter, wenn hier irgendjemand im Haus Wäsche wäscht, dann vibriert das ganze Mehrfamilienhaus hier. Ist der Wahnsinn. Akbar Chajabo. Aha. Scheint niemand wirklich Interessantes mit dabei zu sein. Ich sortiere einfach mal stumpf nach Transferwert. Jesper Lindström. Könnt's halt so jemanden leihen wie einen Chulinov oder. So, dann! Sandler. Achso, die sind schon ready. Dann stellen wir mal kurz eine Mannschaft auf. Bin ich gespannt. Alright, ich bin auch gespannt. Ich muss nur kurz noch meine besten Jungs aufstellen. Da Stefan spielt. Meffert, Reis. Komm, Ben ist wieder rein. Eigentlich alle soweit fit. Frey, Jatta, Glatzel, Meffert, Muheim, Ambrosius, Schonlau, Mikkel, Brenzis. Ja. Lass uns das doch einfach mal so machen. Alright. Willst du noch vorher speichern oder wollen wir einfach rein? Hast einen Torwart auf der Bank. Danke, 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 danke. Ja, Lukas, wie sieht's aus? Suchst du noch einen Platz für Estonali, oder? Nee. Ich bin soweit. Geht los. Ah, da geht's auch schon los. Da geht's los. Muss ja nur mal Druck machen. Ja. Falls du mit mir redest, ich höre dich nicht. Okay. Geil, der Chat hört dich, aber ich dich nicht. Ach so. Das ist ja auch wild. Ihr hört ihn, ne? Chat? Hallo Chat. Hallo lieber Chat. Guten Tag. Schön mal mit euch alleine zu reden, ohne Terry. Geil. Jetzt? Warum hört ihr ihn und ich ihn nicht? Oha. Soundprobleme bei FM2 hätte okay, mehr Tradition als RB Leipzig. Was ist das denn, ey? Soll ich jede Woche irgendwas anderes hier? Gemutet im Discord? Nein. Dann würdet ihr ihn ja auch nicht hören. Ey, das ist ja gerade schön. Ah, sehr geil. Hallo, Test. Hä? 1, 2, 3. FM2-Kette. Hören Sie mich? So, hier ist der Voice-Chat. Guten Tag. Ich sehe den Ausschlag. Sag noch was. Hallo, guten Tag. Ja, Moin. Geil. Also, ich glaube, er hört immer noch nichts. Ist ja echt bitter. Warum höre ich da nichts? Einfach dein Stream, Terry sagt Frankie. Auch sehr gut. Und ja, ich habe jetzt einen Torwart auf der Bank. Das ist auch sehr wichtig. Genau, ich kann auch einfach den Stream hören. Da hat Frankie natürlich völlig recht. Alter, mein Bildschirm verhängt. Dann rede ich einfach mit 5 Minuten Verzögerung. Billiges Equipment? Nee, das glaube ich nicht. Lukas, ich höre dich zwar nicht, aber ich wünsche dir ein gutes Spiel. Terry, ich wünsche dir auch ein gutes Spiel. Und ja, sag ich jetzt einfach mal so. Und ich rufe dich nochmal an. Vielleicht passiert dann irgendwas. Komisch. Ruf ihn hier nochmal an.
Währenddessen kommen wir hier irgendwie nicht ins Spiel, oder? Verbindung des Clients zum Server wurde getrennt. Hoppala. Hoppala. Ah. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich auch? Wieder, das muss irgendein Discord-Problem. Obwohl, es macht keinen Sinn, wenn der Chat dich hört. Ja. Keiner. Also jetzt gerade habe ich zumindest, also ich habe gerade die Verbindung zum Spiel verloren. Zum Spiel? Ja, ich wurde gerade rausgeschmissen. Oh, okay. Warte mal, ich versuche einfach nochmal beizutreten, weil mein Bildschirm, also ich habe hier gerade auch technische Probleme. Ah, okay, dann lag das an dir. Ja, ja. warte mal. So, ich versuche mal wieder zu joinen. Aber das, meines Wissens kommst du jetzt nicht mehr ins 3D-Spiel rein. Ja, super. Und das rächt sich jetzt, jetzt habe ich einmal vom Spiel nicht gespeichert, ne? Ja. Ja, das Ding ist, also ich habe dich sogar noch gefragt, ob du speichern möchtest vom Spiel, aber das hast du nicht mehr gehört. Was für ein Timing, ey. Richtig gut, ne? Richtig gut. Richtig gut. ja, traust du deinem Co-Trainer zu, dass er das Spiel für dich managt? Also ja. Das musst du die ganze Zeit mal machen. Kriegt er hin. Okay, sehr gut. Also du müsstest dich aber zumindest auf die Tribüne setzen und also du, ich glaube, du kommst ins Stadion und du kannst noch nicht eingreifen. Also ich komme hier gerade nirgendwo rein, irgendwie. Ah doch, jetzt bin ich. Ah, interessant. Interessant. Also ich meine, das ist dann so, wie wenn man ein Spiel besucht. Ach so. Okay. Und dann muss ich hier aber irgendwie. Ah, online aktuelle Spielstände. Da muss ich dann wahrscheinlich rein und mir mein Spiel anschauen, ne? Ja, genau, ich glaube ja. Ah, okay. Ich glaube ja. Ansehen. Aber das ist ja geil, das ist echt geil. Einfach alles missglückt. Audioverbindung abgebrochen, dadurch nicht gespeichert und ja, dann fliegst du auch noch raus. Ja, hast du schon. Das ist schon stark. Ja, jetzt wurde ich vom FM einfach mal auf die Tribüne gesetzt. Auch toll. Du sollst auch nicht immer so rumpöbeln an der Seitenlinie. Ja, ich habe mir dann, mein reales Vorbild ist Tim Walter. Also. ja, Freunde, wir sind jetzt hier im Spiel. Wir gucken einfach mal ganz entspannt ein bisschen Fußball, ohne dass ich jetzt hier eingreifen könnte. Super entspannt, ihr seht nichts. Ach so. So ist besser, ne? So ist besser. Ferrei! Oh, schade. Schade. Ah, oder Hürzeler, ja genau. Der ist ja im Grunde noch schlimmer. Gucken wir das jetzt hier auf erweiterte Highlights? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich einfach mal auf entscheidende Highlights. Mein Bildschirm geht die ganze Zeit an und wieder aus. Das ist auch sehr schön. Ich kann hier nichts anklicken. Hä? Ich kann nichts machen. Perfekt. Perfekt. Elfmeter für Fürth in der 48. Minute. Overja. Rigota. Wir liegen hinten. Oh. RIP Schalke. Ja, Schalke liegt hinten. Und hier steht es noch 0-0. Ich hoffe, der Co-Trainer wechselt dann auch. Und ich weiß gar nicht, warum das hier jetzt alles anders aussieht als letztes Mal. Finde ich aber spannend. Wahrscheinlich, weil ich das Team nicht manage, ne? Das ist ja wahrscheinlich mehr Platz und deswegen werden hier mehr Panels angezeigt. Aber auch cool. Pio, wie du wurdest im Kader nicht berücksichtigt. Ja, stimmt. So muss ich Dompe fühlen, ne? Wobei der sitzt ja eigentlich nur auf der Tribüne. Meinst du, der Co-Trainer hat was an der Ausstellung geändert? Die Raumverteilung sieht komisch aus. Schauen wir uns mal an. Also an der Aufstellung. Oh, Achtung, Hayashi!
ganz knapp am Tor vorbei. An der Aufstellung hat sich nichts geändert. Sonst keine Ahnung. So muss sich Vasco Valls fühlen, der Arme. Kann ich jetzt auch nicht mal auf Fortfahren drücken. Spieltag verlassen. Mega. Jatta auf links außen, echt? Stand auf links außen? Ich hab hier. Kann ich hier auf alles Mögliche achten, aber gerade nicht aufs Spiel. Fahre fort, na dann los. Der Rodde muss es richten. Wir kommen hier gerade nicht aus der Halbzeit raus. Was auch immer das bedeutet. Er war wahrscheinlich, weil ich noch nicht weitergemacht hatte. Ach so, das kann sein. Ich denke, das läuft jetzt einfach parallel zu meinem Spiel. Vermute ich. Ah, das kann sein, ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Steht es immer noch 1-0 für Fürth? Ja, genau. Die haben ja mit dem Pausentee das Tor gemacht. Jetzt haben wir die Pause beendet gerade. Doppelwechsel. Terodde kommt rein. Und ja. Wenn ich eh auf der Tribüne sitze, kann ich ja eigentlich auch Terodde scouten. Ne? Eigentlich ja. Eigentlich kannst du es auch einfach Glück bringen mal wieder. Ja. Oh nein. Green. Ne, geblockt. Tja. Gott sei Dank. Also bei uns geht das hier leider nicht weiter. Ich versuche nochmal den Spieltag zu verlassen. Dann warten wir einfach mal darauf, dass bei euch das Spiel zu Ende ist. Dann gucken wir mal eben bei euch rein. Ey Chat, das ist ja der Wahnsinn. Ich kann hier nichts anklicken. Jetzt kann ich was anklicken. Indessen flackert mein Bildschirm die ganze Zeit auf An und Aus. Online-Spielstände. Okay, dann schauen wir noch mal ein bisschen bei Schalke rein. Willst du am Sonntag den Super Bowl gucken? Nee, ich muss Montag arbeiten. Das, ja, Leertaste habe ich auch probiert, funktioniert leider auch nicht. Identische Szene wie beim Elfmeter für Fürth jetzt auf der anderen Seite, aber ich fürchte, der war außerhalb. Okay. Wir sind jetzt gerade reingekommen. Ah, okay, sehr gut, immerhin. Und, gibt's einen Elfmeter? Nee, Freistoß. Okay, immerhin sehen wir hier oben, dass sich die Uhr bewegt, ne? Das ist schon mal ganz nett. Jetzt hat die Uhr angehalten. Ja, Leute, und sonst so? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Guckt ihr den Super Bowl am Sonntag? Ding ist halt, ich interessiere mich so gar nicht für Football. Ich habe da irgendwie nie so ganz den Zugang gefunden. Weil das halt auch immer zu so gottlosen Uhrzeiten läuft. Und ich da dann, ja. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt zusätzlich zu Fußball noch eine andere Sportart intensiv verfolgen würde, dann hätte ich irgendwann gar kein Leben mehr. Ich glaube, das ist auch ein bisschen selbst Selbstschutz. Hab noch nie in meinem Leben ein Footballspiel gesehen, shame on me. Ja, das Ding ist, wenn ich mal ein Footballspiel gucke, und ich habe ja schon den ein oder anderen Super Bowl zumindest halb gesehen, dann finde ich das eigentlich immer ganz geil. Also, ich finde, das ist eine ganz coole Sportart. Aber ich gucke es halt echt selten. Woche war bescheiden. Am Dienstag 0-2 von 1860 auf den Sack bekommen. Ah, das ist belastend. Das ist belastend. Essen nehm ich mal an, ne, Dojo? Du hast dein Leben außerhalb des FM? Ja, mittlerweile kaum noch, tatsächlich. Es ist weniger geworden in den letzten Monaten. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Startet den FM neu. Ja, machen wir gleich mal. Oder ich mache das einfach jetzt mal. Vielleicht ist das die Idee. Komm, wir gehen mal hier raus aus dem Spieltag. Dann gehe ich wieder hier rein in die Fullcam. Dann können wir wieder ins Gesicht gucken. Spiel beenden und schließen. Und dann gehe ich wieder rein in den Football Manager 2024. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht was bringt. Ich werde es versuchen, aber ich fliege am Montag erst.
am Montag in den Urlaub. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, je nachdem, wann du am Montag in den Urlaub schaust, fliegst, ne? Wenn du direkt morgens um 6 oder 7, das ist schwierig. Das ist schwierig. Gestern Abend frustriert aus dem Stadion, heute heiser. Bitter. Checke die Regeln auch null. Nicht mal die Punktevergabe, also mache ich es so wie du und fokussiere mich 2-0. Nicht noch auf eine neue Sportart. Ja, fühle ich. 80. Minute. Das war's, glaube ich. Klingt nicht so gut. Das gewinnen wir nicht mehr hoch heute. Wer hat's gemacht? Rota mit dem Freistoß von der Strafraumgrenze. Eieieiei. Macht Simon dann wenigstens ein gutes Spiel? Nö, ich habe den noch nicht einmal Ball gesehen heute. Okay. Doch einmal irgendwo in Richtung Mittellinie, aber. Ich glaube, der freut sich schon auf dich. Schauen wir mal. Nicht für 500.000 Euro. Kannst du sehen, wie es beim HSV steht oder ob das Spiel da weitergegangen ist? Nee, da steht's 0-0. Ah, okay. Aber ich sehe jetzt auch nicht, ob und in welcher Minute das Spiel ist. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Okay, Leute, wir versuchen nochmal reinzugehen. 3-0. Eieieiei. Und filtere bestimmt einen Sekt an. Völlig zu Recht. Oh weia. Da geht's einmal kurz bergauf. Wahnsinn. Aber vielleicht hast du Glück und wir müssen das Spiel wiederholen, weil hier geht's nicht weiter. Beim HSV. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Können wir natürlich auch machen. Sagen wir einfach. Laden wir nochmal neu. Also wir werden hier natürlich alles versuchen, um den ordnungsgemäßen Vorgang des Saves zu gewährleisten, ist ja klar. Oh, Uwe Jahn, erster Saisontreffer in der 93. Der Ehrentreffer. Kannst du mal sehen. Pauli in der Nachspielzeit ebenfalls mit dem Treffer zum 2-1. HSV-Fans haben zu viele Tennisbälle geworfen, schreibt immer bei dem Chat. Ja, das finde ich eine gute Erklärung, das gefällt mir. 3-1, Mensch. Die Truppe lebt. Ja. Oder deine. Nee, deine. Hm. Ah, je, ey. Schon wieder 3 Gegentore kassiert. Das ist einfach unfassbar. Ich meine, der Elfmeter war dumm. Der direkte Freistoß kannst du nicht verteidigen. Ja. Ach, ärgerlich, ey. Gut, dass jetzt Winterpause ist. Muss ich die 4 Wochen nicht sehen. Ja, das stimmt. Aber man geht mit einem sehr schlechten Gefühl in die Winterpause, ne? Also, weil es wird kein schönes Weihnachten. Ey, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen. Ja, natürlich habt ihr gewonnen. 1-0. Ineas van der Bremt hat der Co-Trainer exzellent eingewechselt. Toll, 1-A. Oh. Junge, ey, einfach mal herrlich. 50% mehr Punkte als wir. Das ist echt bitter. Herrlich ist das. Oh ja, stimmt. Genau 50%. Ja. Kopfrechnen 20. Not bad. Uff. Ja, sehr schöne Hinrunde, muss man sagen. Also, ja, geht so. Wir können nicht klagen. Aber bei euch sind es 7 Punkte bis zum Aufstieg. Ist ja auch noch alles drin. Ja, ey, mit einem Sieg wäre das echt eine ordentliche Hinrunde gewesen. Ja. Aber so stimmt. 7 Punkte ist halt schon echt ein Brett. 7 Punkte ist eine ganze Menge. Aber in der zweiten Liga. Also, es ist machbar, halt echt, aber du musst halt in den Lauf kommen. Und ich weiß nicht, wie diese Mannschaft in den Lauf kommen will. Echt nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber ja, zum Thema nicht schöne Winterpause ist hier jede Woche nicht schön auf Schalke. Ja, gut. Oh Mann, ey. Uff. Aber immerhin, Keuter kommt jetzt zum 1. Januar. Den lasse ich dann gegen dich schön von der Leine und dann wird alles gut. Ist das die Wende, Keuter zu Schalke? Ja. In der Bundesliga ist Frankfurt einfach letzter. Das ist auch interessant. Krass.
Frankfurt letzter, guck mal hier. Gladbach drittletzter, Frankfurt letzter. Bayern nur ein Spiel verloren und sonst 14, sonst alles gewonnen einfach mal. Also das ist schon. Und Köln auf 3? Köln auf 3? Köln auf 3? Excuse me? Garan Kuhl, finde ich auch spannend. Noah Kadabach. Also hier Al-Khalil Club möchte 1,2 für bezahlen. 1,2? Ja, will Simon denn auch in die Wüste oder hat er da keinen Bock drauf? Na, ich hoffe es echt, bitte. Oh, Fans feiern Taktikgenie. Ich kann es nicht mehr hören. Dabei saß ich nur auf der Tribüne, ich habe gar nichts gemacht. Ich feiere die ganze Zeit deinen Co-Trainer, du hast das nur noch nicht gemerkt. Ja, ich muss hier mal kurz dem Al-Khalil. Wo sind die denn? Da. Den hier mal den Simon anbieten eben. Ja, mach das mal. Also wenn die den haben wollen, dann da können wir natürlich als bodenständiger Hamburger Zweitligist nicht mitbieten. Achso, ich muss mal meine Passquote checken. Moment. Wann Transfers? Ohne Transfers, Junukas out. Ja, das ist wieder typisch Hamburger Presse, ne? Das ist wieder typisch Hamburger Presse. Es läuft alles gut, alle Spiele gewonnen. Letzten 11 Spiele gewonnen. Und dann hier, ja, nee, 9. 9 Spiele in Folge gewonnen. Dann kommt die Presse und sagt, Junukas raus. Ganz knapp bessere Pässe, wie man am Ergebnis sieht. Klassiker. Transfers kommen. Benutzerkonto, moin, was ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass wir der Kader geht in Urlaub, jetzt. Endlich muss er nicht mehr sehen. Jawohl. Und Ralf Herrmann möchte über die Zukunft sprechen. 2 Wochen frei. Aus dem Urlaub. Ah, geil. Mensch, Ralf. Problem mit Herrmann überreden. Ich mache mir Sorgen, dass ich versuche, mich aus dem Club zu drehen. Keine Ahnung, wie er den Eindruck hat. You don't say, ja. Announce Udraogo, ja. Terry, wie ist denn bei dir eigentlich das Vorstandsvertrauen? Es war eigentlich ganz gut, also so eine glatte 3 oder so. Oh, tatsächlich, okay. Naja gut, es ist ja auch nicht so nicht so schlecht, wie es immer klingt. Ne? Tabellenplatz 6 geht ja. Ja. Wie der Chat sagt, im echten Leben wäre ich Welttrainer auf Schalke mit dem Ergebnis. Ja. Absolut. So. Wenn Sie mich schon so dringend loshaben wollen, dann wenigstens für anständiges Geld. Ich werde Sie nicht übel nehmen. Okay, das war jetzt irgendwie positiv, glaube ich. Wo war ich? Achso, der aktuelle Stand. Hinrunde Herrmann ist vorbei und wir machen jetzt gleich vielleicht ein paar Transfers. Hat er das jetzt eingesehen, dass wir ihn loswerden wollen? Okay, Sigmar Olmütz und Budjovice wollen ihn haben. Lass uns mal in die dritte Liga schauen. Lass mal in die dritte Liga schauen. Diese bittere mal gucken, wer da so die besten Spieler sind. Lass uns mal gucken, wer da gerade so die besten Spieler sind. Vielleicht gibt es da jemanden, der interessant für uns werden könnte. Vielleicht so ein junger. Hier. Der ist auch spannend. Kaspar Janda. Haben wir uns den nicht sogar schon mal angeguckt? Ja, Arian, stimmt. Sind wir die gleiche Idee. Aber das ist so wahrscheinlich der beste Spieler von Duisburg aktuell, denke ich mal. Mal ein bisschen weiter gucken hier in der dritten Liga. Statistiken, Spieler detailliert. Notenschnitt, da waren wir gerade. Lukas Laux, Innenverteidiger. Okay, 21 Jahre jung. Schicken wir einen Scout hin, gucken wir uns an. Paul Will. Die Zukunft für den energiegeladenen Trainer Junukas beim Hamburger SV sieht rosig aus. Der energiegeladene Trainer, ja, das ist der geil. Der energiegeladene Trainer. Zufrieden beim HSV. Ach da, ja, schön. Schön, du grinst auch so glücklich. Es wird nicht mehr lange dauern, ehe die Begeisterung auf Fans und Experten überschwappt. Wie, es wird nicht lange dauern? Ich dachte, die ist längst da. Ja, die warten noch bis April beim Hamburger Sportverein. Gebrannte Kinder und so. Ja,
Wobei hier im Chat wird auch geschrieben, wenn es keine Wintertransfers gibt, dann die Lukas out. Das ist, glaube ich, die Hamburger Presse. Ja, bevor du fliegst, dann überlasse ich dir hier, keine Ahnung, Folter. Janik Mause. Tim Dannhof, die höchsten Ratings. Ja, aber die sind halt. Also ich denke mir bei solchen Spielern immer, dass das schon einen Grund hat, warum die dritte Liga spielen. Und nicht irgendwie höher. Also wir können uns die gerne mal anschauen. Ich gucke mir dann, wenn dann immer hier die jungen Leute an, weil die im Zweifel noch Potenzial haben. Also wenn die in der dritten Liga jetzt schon ein gutes Rating haben, dann hätten die vielleicht das Potenzial, irgendwann Zweitliga oder Bundesliga zu spielen. Aber 25-, 26-Jährigen, der dann irgendwie bei Ulm spielt. Also das muss schon eine ganz schöne Maschine sein, damit er für uns interessant werden könnte. Can Uzun Udraogo kannst du beide nicht bezahlen aktuell. Das ist not possible. Ja. Potential oder wie das heißt. Wer es kennt. So, haben wir schon Ergebnisse, was unseren Scouting-Fokus angeht? Rechts außen. 9 Empfehlungen. Ja, Kozuki haben wir hier von Schalke auf der Liste. Was ist denn mit ihm hier? Emil Roth. Also denen sind beim HSV natürlich auch immer eine Idee, ne? Denen sind natürlich auch meine Idee. 14 Dribbling. Er ist relativ jung. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Emil Roth. Okay. Der sieht nicht so übel aus. Komm, Roth, schreiben wir es mal auf die Auswahlliste. Gucken wir uns dann nochmal genauer an. Bocci. Sababukta, Driuch oder so. Auch nicht schlecht. Aber wenn wir halt aufsteigen würden, ne, dann wären die halt alle nicht so spannend. Achso, und warte mal, wir müssen uns auch nochmal einen Scouting-Fokus erstellen für beliebige Positionen. Vertragsstatus ist auslaufend in 6 Monaten. So, 2 Sterne. Und dann gucken wir einfach mal. Maximal 30-Jährige. Schauen wir mal. Achim Mastur. Das ist nicht so ein Typ, der irgendwie vor 5 Jahren mal ein Riesentalent war. Hier gibt's hier nicht mal mehr, guck mal. Mansuri. Mastru. Ne, jetzt gar nicht mehr. Bei Milan, genau, richtig. Damals irgendwann mal in der FIFA-Karriere sich sehr gerne gehabt. Aber ist irgendwie auch nichts drauf. Oh, jetzt habe ich einfach mal den. Jetzt habe ich einfach mal den Chat geschlossen. Lol. Perfekt. Sekunde. Inhalte, Streams, wie komme ich hier wieder zurück? Da bin ich wieder. Hola Soccer zurück. 5 Sterne Skills, ab ging's in FIFA. Ja, genau, so ungefähr. So ungefähr. Was wollte ich gerade machen? Achso, muss ich auch nochmal. Öffne nochmal Terry's Stream nebenbei, dass wir da nochmal rüberschalten können, wenn da was Interessantes passiert. Wir können auch immer mal rüber gucken, was er so scoutet, natürlich, ne? Das können wir auch mal wieder machen. Scouting abgeschlossen. Maschino. Der ist halt super gut, ne? Der ist halt echt gut. Der hat leider kein Interesse an einem Transfer oder an der Leihe. Tatsuya Ito. Scouten wir mal voll. Ben ist starke Form, sollte Verbleib im Slowakei-Kader sichern. Ja, okay. Joa. Aber das Ding ist halt. Also wir müssen noch keine. Also ich möchte gerne. Oh, okay. Okay, jetzt haben wir wieder Angebote für Livinas Tsunali am Start. Ohne Kaufoption. Ohne Kaufoption. Einfach nur,
Stammspieler bis Ende der Saison. Das können wir machen, wenn wir einen Ersatz kriegen. Das können wir machen, wenn wir einen Ersatz kriegen. Also ich nehme es an und dann werden wir es immer so lange verschieben, bis wir zum Beispiel einen Shuto Machino bekommen. Den fände ich richtig geil, ne? Den fände ich richtig gut. Also wenn wir den kriegen könnten, das wäre richtig big. Kaufoption kommt im zweiten Angebot, ja, deswegen habe ich es jetzt einfach mal angenommen. Asano ist gerade auch mal voll. Asano wäre die Alternative, aber das ist halt schon 29 Jahre alt, ne? Also das ist mir dann ein bisschen zu alt. Shinta Appelkamp, aber das ist auch jemand, der wahrscheinlich zu teuer ist, ne? Also den kannst du dann wahrscheinlich in der Bundesliga finanzieren. Terry ist nicht so ein Scouting-Fuchs wie du. Na, weiß ich nicht. Also Terry hat es auch schon. Der Junge hat es faustdick hinter den Ohren. Marco Tilio. Ihr schreibt jetzt ganz viele Namen in den Chat, aber ich werde die natürlich nicht alle mir anschauen können. Ne? 21 Jahre. Australischer Nationalspieler. Okay. Gucken wir uns an. Unruhe bei Terry stiften. Unruhe bei Terry stiften fände ich auch interessant. Das fände ich auch ganz cool. Wollen wir, das finde ich eigentlich ganz, wobei der ist eh schon gebeutelt, ne? Aber was wir halt machen könnten, ist irgendwie öffentlich über die Presse sagen, dass wir an, was weiß ich, wem interessiert sind, an Thomas Ovejan oder sowas. Sagen wir einfach mal, wir würden den gerne holen. Aber das Unruhe beim Schalke stiften ist wie Wasser in einen Fluss kippen. Ja, so ein bisschen ist das so, ja. Ja. Den gibt's halt eh schon scheiße, ne? Also es würde sich anfühlen wie... Keine Ahnung. Es wird sich nicht gut anfühlen. Mir ist nur gottlose Vergleiche eingefallen. Kannst du gucken, wer beim Führungsspieler ist? Also Captain ist Terodde, ne? Captain ist Terodde. Aber wir müssen uns eigentlich für diese Ausstiegsklausel-Geschichte rächen. Wer hat bei ihm denn bisher die meisten Spiele gemacht? Ovejan, Müller, Schallenberg auch. Ich scoute einfach mal die Spieler, die bei ihm am häufigsten gespielt haben. Und dann schauen wir uns an, wer am ehesten Interesse hätte, zu uns zu wechseln. Und dem machen wir dann ein Angebot. Also bei wem das, bei wem die Chance am größten ist, dass er dann Unruhe in den Verein bringt. Massimo können wir uns mal anschauen, ja. Wo ist er denn? Roberto Massimo. Der ist auch günstig, ne? Aber der ist nicht so gut, leider. Der ist leider nicht so gut. Wir müssen halt auch mal gucken, dass keiner... Okay, alles gut. Alles gut. Baumgartl ist bekannt dafür, rumzustänkern. Ja. Knauf, zu teuer. Viel zu teuer. Scouting abgeschlossen. Fabian Klos. Machen wir mal voll. Gucken wir, ob er Interesse hätte. Noah Weißhaupt. Wahrscheinlich auch viel zu teuer, oder? Ja, der wird auch zu teuer sein. Er trustet nicht. Alan Virginius. Ja, wie gesagt, ich kann, nicht alles lesen. Okay, schicke ich mal einen Scout rüber. Ich muss auch gucken, dass ich, also
Warte mal. Muss ich nochmal, wie meines Teambericht Prioritäten? Scouting-Aufträge. Nee. Wo kann ich nochmal meine... Ach da, guck mal. Ich muss auch gucken, dass ich das hier nicht zu voll baller, ne? Also das, meine Scouts sind so schon ganz gut beschäftigt. Dann staut sich hier irgendwann so eine riesige Liste an. Fällt mir aber nicht so gut. So, das verschieben wir. Das Öztunali-Angebot. Und dann gucken wir nochmal. Und dann gucken wir nochmal. Vielleicht haben wir dann am 31. oder am 1. Am 1.1. die Chance, mit Maschino zu reden. Kike Top voll scouten. Eine Keitel scouten wir voll, finde ich spannend. Jordan Boos. Linksverteidiger ist leider verdammt langsam. Glaube ich nicht so geil. Das neue Berichte. Kozuki Honorar. Finde ich wild, dass sie uns ein Honorar anbieten hier. Ömichen. Also für einen Außen ist er leider zu langsam. Balance 5. Den tippst du einmal an und da fällt er um. Gefühlt. Noch keine so tolle Drittligasaison gespielt. Das finde ich sowas ja eigentlich mal ganz spannend. Ballannahme-Technik ist super, ohne Ball auch. Aber wenn er halt nur Antritt oder Schnelligkeit 11 hat, es ist leider nicht gut genug. Ist das leider nicht gut genug. 8 mit Einschränkungen, da lohnt es sich teilweise auch nochmal reinzuschauen. Der ist ein bisschen zu teuer und 12 sind noch in Arbeit. Carlos Borges natürlich, ne? Können wir den hier... Warte mal. Das wäre natürlich wild, wenn wir den leihen könnten. Okay, wollen sie nicht verleihen. Alles klar. Das wäre natürlich wild. Carlos Leon. Ori Stein Oskarsson. Spielt wahrscheinlich Stamm für Kopenhagen. Ja. Ja, der ist auch super. So jemanden würde ich auch sehr gerne mitnehmen. Oskarsson. Isländischer Nationalspieler. Richtig guter Junge. Auch noch einen Haufen Potenzial. Johanssons Leihe endet. Oh, dann haben wir den wieder an der Backe. Muss auch nicht sein. Yuki Soma haben wir uns auch angeschaut. Ja, Prince. Den haben wir uns auch angeschaut. Oder zumindest gescoutet angeschaut haben wir ihn uns heute noch nicht. Kasper Janda ist echt nicht teuer, ne? 100.000 bis 1,1 Millionen. Da wäre interessiert an einem Transfer. Das Ding ist halt, er spielt 8, auf der 8 und da sind wir so verdammt gut besetzt mit Benes, mit Reis, mit was weiß ich wem, Suhon. Da brauchen wir eigentlich nicht noch einen. Ich pack den trotzdem mal auf die Auswahlliste, den legen wir uns mal auf Wiedervorlage. Außerdem sehen wir dann, wenn Terry dann ein Angebot machen würde. Laux, Paul Will, Tim Dannhof, RM, schauen wir uns mal genauer an. Moritz Hannemann, auch den schauen wir uns mal genauer an, auch wenn er schon 25 Jahre alt ist. So, das sind hier die Spieler, mit deren Verträge auslaufen würden, glaube ich. Habe ich hier einen laufenden Scouting-Fokus draus gemacht? Nur Transfer. Machen wir mal so. Dafür hören wir mal auf, in Belgien zu scouten. Alidou zurückholen? Nee, den will ich nicht wieder zurückhaben. Christian Früchtel. Ja, also das Thema Keeper wird auch noch relevant, weil Heuer Fernandes nicht verlängern möchte. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Und das ist dann Thema fürs nächste Jahr. André Hahn zurückholen. Oh, der war auch so gottlos hier, ne? In meiner Erinnerung zumindest. Ertragslos. Ich biete dem mal ein Probetraining an. Komm, machen wir mal. Kommst du mal vorbei, André?
wenn du Bock hast. Was ist eigentlich aus dem Schalker-Probetrainings-Amigo geworden? Warte mal. Schauen wir gleich nochmal rein. Jemand von Almirante Brown, natürlich auch eine Idee. Lamine Kamara fällt mir da als erstes ein. Wie sieht's aus mit... Krupschi ist leider zu teuer. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, das war unsere Karriere hier auf dem Kanal bevor, also im FM23. Bobby Wood. Oh. Wie wäre es mit, gibt's hier Chidi Akuneto? Oh, Chidi ist nicht mehr dabei. Ja, das ist schade. Das ist schade. Lamine Kamara? Den scouten wir mal, aber der ist leider ein bisschen zu teuer. Leider ein bisschen zu teuer. Patricio Nunez. Wie, Terry hat die zweite argentinische Liga nicht geladen? Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Krattenmacher, okay. Maurice Krattenmacher. Offensiv-Allrounder, ne? Ja, den finde ich gar nicht so schlecht. Den finde ich gar nicht so schlecht. Aber, also da fehlt halt auch noch ein bisschen zu viel, als dass er für uns ein Rotationsspieler werden könnte. Finde ich nicht schlecht, aber noch nicht gut genug, irgendwie. Seid ihr im Transferfenster? Wir sind jetzt gleich im Transferfenster, also erster geht's los. Boca Juniors, River Plate, die sind ein bisschen teuer, glaube ich. Boca Juniors. Und Rückleihe. Ja. Das wäre ein Projekt, so ein Spieler, ne? Das wäre halt echt ein Projekt. Ezequiel Fernandes. Das sind halt interessante Spieler, falls wir mal aufsteigen, also falls wir dieses Jahr aufsteigen sollten, dann können wir uns diese jungen Leute mal angucken. Auch ein Valentin Barco zum Beispiel, der wird nicht zu uns wechseln wollen, denke ich mal, aber das ist natürlich das Talent schlechthin. Da können wir einfach mal reinschauen. Dann gucken wir uns natürlich auch River Plate mal an. Wenn wir so einen jungen Spielern haben. Sebastian Boselli, oh, den fand ich im Ajax Rebuild so geil. Den fand ich richtig geil. Aber die haben erstaunlich wenig junge Spieler, ne? Erstaunlich wenig junge Spieler. Wie siehst du momentan auf deiner Auswahlliste ganz oben? Also momentan am besten fände ich Shuto Machino. Weil der offensiv halt alles spielen kann. Das finde ich sehr charmant. Den könntest du zum einen... den könntest du zum einen links außen spielen lassen. Als inverser Außenstürmer auf unterstützen. Den kannst du Stoßstürmer spielen lassen. Den kannst du als Schattenstürmer spielen lassen. Also kann hier in unserer Taktik... Kann so, Tien bietet 450.000 für Simon Terodde. Wie viel? Wir haben es auch eben. 450.000. 450.000. Ja. Ja, das ist. Ja. Nee. So überlegen, ob du in den Poker einsteigen willst. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Er ist halt auch ein bisschen teuer, der Simon. Ich hoffe, dass trotzdem, dass die Araber noch einsteigen hier. Ja, haben die sich nicht gemeldet? Leider noch nicht. Antworten sie nicht auf. Es gab nur eine Pressemeldung, dass sie wohl ein Interesse hätten. Ah, okay. Aber bislang haben sie die Mille noch nicht zusammengekratzt. Tja, muss man vielleicht noch mal ein paar Mal anrufen, ein paar Mal nachfragen. Ja. Ein bisschen die Araber nerven. Ich habe mir jetzt nochmal angeboten. Mhm. Mal gucken. Ah, frohe Weihnachten gehabt zu haben übrigens. Ja, gleichfalls. Und guten Rutsch auch, ne? Ja, auch das. Ich habe das ja als kleines Weihnachtsgeschenk angesehen, dass du hier die Leihanfrage angenommen hast, nur um sie dann zu verschieben. Ja, wir müssen erstmal gucken, wen wir so finden für rechts außen. Oh, ich muss noch tippen, sehe ich gerade. Ich habe noch nicht getippt. Oh, ich habe auch noch nicht getippt. Komm, wir machen das zusammen. Ja. Dortmund-Freiburg. Warte. Da muss ich natürlich auch gleich mit rein. Dortmund-Freiburg. 2-1.
2-0. Union Wolfsburg. Das ist für mich ein 1-1. 1-0. Frankfurt-Bochum. 2-0. Ja, ich hatte 3-1 gesagt. Gladbach-Darmstadt. Gladbach-Darmstadt. Gladbach zu Hause macht das, oder? 2-1. Das wird so ein hässliches 1-0. Ja, das könnte auch sehr gut sein, ja. Bremen-Heidenheim. Bremen-Heidenheim kannst du überhaupt nicht tippen, finde ich. 2-2. Doppelpack Dingchi, oder? Oh! 2-3, sag ich. Das wird ein gutes Spiel. Da freue ich mich. Das wird wild. Augsburg-Leipzig. Augsburg immer eklig zu spielen. Ich sag, da freue ich mich. Das ist sehr gut. Was denn? Der hilft uns weiter. Habt ihr jemanden geholt? Okunuki, ja. Enna Violencia, guter Mann auf Twitter, guter Mann. Ja, guck mal hier, Terodde würde jetzt, der Vertrag von Terodde würde jetzt auslaufen. Bis nächstes Jahr vielleicht, ne? Als Rotationsspieler. Guck mal, was der haben will. Guck mal, was der haben will. Bietet ihm mal die Hälfte. Das wäre halt ein geiler Twist, ne? Boah, Digga. Ja, keine Chance. Keine Chance, Simon. Also das wäre so oder so nichts geworden, auch wenn wir jetzt den jetzt geholt hätten. Er hätte eine Million Euro gewollt halt, ne? Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Das kann es nicht sein. Was tippt ihr Bayer, Leverkusen-Bayern am Wochenende? Was tippt ihr da? Finde ich komplett schwierig. Bro denkt HSV Saudi Club. Ja, Digga, das ist komplett wild. Der Mann ist 36 Jahre alt, kann nicht mehr laufen und will eine Million Euro verdienen. Wofür denn? Wofür denn? Selbstwertüberschätzung, ja. Das ist Selbstvertrauen von Simon Terodde, das hätte ich auch gerne. Dann hast du keine Probleme mehr im Leben, oder? Wenn du so sehr an dich selbst glaubst. Also ich tippe 2-2. Leverkusen-Bayern. Wollte Terry eigentlich mit mir zusammen tippen oder hat er das zu seinem Chat gesagt und vergessen, sich zu muten? Ich habe dann einfach mal mit ihm zusammen getippt. Keine Ahnung, ob das der Plan war. Stuttgart-Mainz, jetzt mache ich einfach weiter. Stuttgart-Mainz ist, wird ein 3-0. Na, 3-1, komm. Die Mainzer machen einen. Ajorg. Und Hoffenheim-Köln 1-2. Wird nicht unentschieden ausgehen, sagst du? Ja, kann sein. Who knows? Who knows? So, das schieben wir dann nochmal auf. Das schieben wir nochmal auf. Was tippst du, wer absteigt? Boah, finde ich super schwierig. Also Darmstadt glaube ich schon, dass sie runtergehen. Aber ansonsten Mainz kann ich mir vorstellen. Union kann ich mir vorstellen. Also eigentlich kann ich es mir bei jedem da unten vorstellen, dass er absteigt. Aber ich kann es mir auch bei jedem vorstellen, dass er nochmal einen Lauf startet. Für wen bist du im Meisterschaftskampf? Ich bin Team Leverkusen. Etienne Green. Keeper, okay. Ja, Keeper brauchen wir. Spätestens im Sommer, ne? So, gleich ist Anpfiff-Transferphase, dann fragen wir mal bei Shuto Machino nach, wie es aussieht.
Wenn HSV nicht aufsteigt, würdest du Walter dann feuern und wen als neuen Trainer holen? Ja, also wenn der HSV nicht, also wenn es absehbar ist, dass der HSV nicht aufsteigen sollte, oder wenn der HSV jetzt irgendwie 3 Spieler im Stück verlieren würde, dann würde ich Walter rausschmeißen. Und wen dann als Nachfolger? Finde ich super schwierig. Ich fände es eigentlich charmant, dann eine vereinsinterne Lösung zu finden. Thema Pit Reimers zum Beispiel. Das fände ich gut. Ansonsten, keine Ahnung. Weißhaupt. Weißhaupt fände ich geil. Ne? Guck mal, nur Weißhaupt ist auf der Leihliste. Der ist auf der Leihliste. Und er kann, also das wäre auch, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Den sehe ich bei uns, ehrlich gesagt, nur Weißhaupt. 22 Jahre jung. Fettpotenzial. Was soll denn da kosten überhaupt? 250 bis 7 Millionen. Das wäre jemand, also wenn wir aufsteigen sollten, dann können wir den jetzt erstmal zur Leihe nehmen für die Rückrunde und dann eventuell im Sommer fest verpflichten. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn es ein Maschino nicht werden sollte. Pit Reimers wäre gut. Ja, Reimers möchte Ende der Saison gehen, ne? Der möchte gehen. Kann ich auch verstehen, dass man sich da irgendwann mal dass man noch Ambitionen hat im Profifußball. Leih mischt mit Kaufoptionen. Ja, sowas würde ich auch sehen. Sowas würde ich auch sehen. Ruud van Nistelrooy. Das wäre wild, ja. In meiner, war das in der Köln-Karriere? Ich glaube, das war in der Köln-Karriere. Da ist Ruud van Nistelrooy Trainer von Mainz 05 geworden. Das fand ich auch geil. Das fand ich auch geil. Wie hast du den letzten HSV-Spieltag der letzten Saison erlebt? Ungläubig. Ungläubig. Der Freund mit meiner Schwester war da und hat das mit uns geguckt, also mit meinem Vater, mir und meinem Bruder. Und es sah ja lange Zeit sehr gut aus. Und er sagte schon irgendwie, ja klar, HSV ist jetzt aufgestiegen, könnt euch entspannen und sowas. Aber irgendwie wussten wir alle, dass das Ganze noch in die Hose gehen kann. Das war eine sehr, sehr unschöne Stimmung im Raum. Er ist dann auch relativ schnell gegangen, nachdem dann das Spiel in Regensburg abgepfiffen war. Du warst in Sandhausen auf dem Platz. Oh, Jesus Christ. Ja, Alter, dass das Spiel, also kann ich mich immer wieder darüber aufregen, dass das da irgendwie, wie lange gab es Nachspielzeit? 11 Minuten, 12 Minuten oder sowas? Das ist das erste Mal in dieser Saison gewesen, das erste und einzige Mal, dass es so lange Nachspielzeit gab, ohne wirklichen Grund. Ohne wirklichen Grund, Alter. Okay, egal, komm, ich werde jetzt nicht mein Trauma des letzten Jahres nochmal durchleben. Das mache ich dann heute Abend beim Einschlafen nochmal. Wir können uns jetzt hier überlegen, ob wir eventuell sogar den Anspruch beim Vorstand anmelden wollen, dass wir tatsächlich über die Meisterschaft aufsteigen wollen. Das würde den Druck auf uns natürlich erhöhen, aber wir hätten ein bisschen mehr Geld. Die da oben wollten das, ja. Bin ich auch fest von überzeugt mittlerweile. Wir hätten 1,8 Millionen Euro mehr im Gehaltsbudget, nochmal 100.000 Euro mehr in und nochmal 100.000 Euro mehr im Transferbudget. Das ist halt, also es ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber so haben wir das Gehaltsbudget halt komplett ausgeschöpft. Dann hätten wir nochmal 1 Million obendrauf. Dann könnten wir uns einen Weißhaupt holen zur Leihe, plus vielleicht noch irgendwie was Kleines nebenbei oder so. Wenn nochmal was anfallen sollte. Und ich glaube, ich mach das, weil, also ich meine, es läuft gerade so gut. Komm, Jonas. Geld raus. Wir machen's. Das ist, also es ist Content, ne? Genau, dann hat nicht nur Terry eine Challenge. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Und es hat wieder viel Real-Potenzial hier. Ja, ja, genau. Genau. Nur dafür machen wir das doch hier.
Weißhaupt finde ich richtig gut. Oh, wir haben drei Angebote. Drei Angebote. So, das erste Angebot kommt vom VfB aus Lübeck für Luis Seifert. Luis Seifert ist ein talentierter Innenverteidiger aus der U19, der wirklich viel Potenzial hat, der 19 Jahre jung ist und Spielzeit braucht. Der VfB Lübeck bietet ihm an, Schlüsselspieler zu sein im defensiven Mittelfeld. Und da ich den VfB eh gerne mag, Lukas Pfeiffer ist hier noch Trainer, da ich den VfB eh gerne mag, nehmen wir das natürlich an und schicken ihn bis Ende der Saison zum VfB. Kann er noch mal ein bisschen Abstiegskampf machen. Kann er sich ein bisschen stehlen im Abstiegskampf, was auch nicht so schlecht ist. Dann haben wir ein weiteres Angebot von der Spielvereinigung Unterhachingen. Die sind Dritter der dritten Liga und würden gerne Elijah Kran ausleihen. Das finde ich auch gut. Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Ja, machen wir. Ist ein Deal. Ich verhandle da doch gar nicht lange rum. Zack, weg. Und dann haben wir noch ein Angebot für einen Spieler namens Jean-Luc Dompé. Der hat ein Angebot aus Toulouse. Könnte zurück nach Frankreich gehen. Dompé hat die letzten Spiele eh nicht gespielt. Deswegen habe ich ihn auch, glaube ich, auf die Transferliste gesetzt. Ja, ich habe ihn auf die Transferliste gesetzt für 2,5 Millionen Euro. Und wenn, dann möchte ich das Geld gerne jetzt haben. Dann möchte ich das Geld nicht erst in einem halben Jahr haben, weil dann kriegen wir über den Aufstieg eventuell sowieso Geld. Deswegen lassen wir das so und schauen nochmal, was sich da entwickelt. Wie wäre es im VfB Lübeck Rebuild in der Zukunft? Vielleicht, wenn die Dortmund-Serie beendet ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Steht ja auch noch was in der Regionalliga an. Auch das wird noch kommen. Lass uns erstmal Interesse bekunden an Shuto Machino. Melden wir mal bei der Presse an. Königsdorfers Entwicklung, okay. HSV macht Machino zum Transferziel. Yes. So. Er ist ein richtig guter Spieler. Er ist ein Top-Spieler und Spieler dieses Kalibers sind immer interessant für uns. Er ist ein richtig guter Spieler, mehr sage ich nicht. Wir halten uns noch mal ein bisschen bedeckt. TBD, kenne ich noch aus dem letzten FM. Guten Alexis. Dürfte aktuell noch ein bisschen zu teuer sein, aber könntest du mal anschauen. Wenn du Dompe ziehen lässt, brauchst du zwei Ersatzflügel. Also wenn wir Dompe und Özdunali ziehen lassen, dann müssten wir Machino bekommen und wir müssten, also Weißhaupt mache ich so oder so mal ein Angebot. Ich denke, das ist, guck mal, der ist sogar unzufrieden da. Er ist sogar unzufrieden. 80% Gehaltsanteil. Würde da gerne eine Kaufoption mit reinschreiben. Was macht der Wert sein? Ich frage mal so nach 2,5. Wollen safe mehr haben. 2,5 und 60%. Schauen wir mal. Die wollen 7 Millionen Kaufoptionen. Da lassen die erfahrungsgemäß dann relativ wenig mit sich reden. Na, guck mal, also wir können vielleicht in dem, meinetwegen zahle ich nur die 100% und dafür machen wir 5,25. Ich mache mal das Angebot und dann wird er sich hoffentlich darüber ärgern, dass es nichts geworden ist. 5 Millionen Euro wäre schon relativ teuer, ne? Wäre schon relativ teuer. Gucken wir mal. Ja, und wenn die das jetzt ablehnen, dann versuchen wir es nochmal. Wir können ihn uns ja ein halbes Jahr anschauen und falls wir sagen, nee, der ist keine 7 wert, dann lassen wir das einfach auslaufen und gucken dann im Sommer nochmal, ob wir ihn vielleicht günstiger bekommen. Weil wenn er für uns keine 7 Millionen wert ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er für andere Clubs
nicht den Wert hat. Also, eine vertrauenswürdige Quelle aus dem Umfeld von Machino glaubt, dass der Spieler nicht zum HSV wechseln wolle und bei seinem Verein bleiben werde. Okay. Also Machino möchte weiter nicht so gerne wechseln. Er ist auch glücklich bei Holstein Kiel, ist da Starspieler. Kiel spielt eine mittelmäßige Saison nur. Also bei uns hat er dann natürlich die Perspektive, Bundesliga zu spielen irgendwann. Deswegen mache ich mal ein Angebot. 1,5 Millionen. Das nehme ich immer ganz gerne raus. Ich frage mal nach. Das ist natürlich viel zu viel Geld. Gerne hoch auf 2,5. Nach 50 Liga-Einsätzen 2,9. Pro Liga-Einsatz, das wäre nochmal 500.000. Damit wären wir bei 3,5 plus 6,5. Das, ja, darin steht es ja. 4,1 Millionen Euro wären das. Wenn er 50 Spiele gemacht hätte, dann würden wir wahrscheinlich eh Bundesliga spielen. Dann tut das Geld nicht mehr so weh. Machen wir nochmal 450 draus und das ist ein Deal. Okay. Direkt über einen Verkauf mit Freiburg verhandeln, ist auch eine Idee. Komm, lass uns mal über Weißhaupt direkt anfragen, wie es mit einem... Ja, warte mal, da muss das Angebot erstmal durchgehen. Schicken wir nochmal ab. Dann gucken wir nochmal, was Freiburg darauf antwortet. So Scouting-Fokus. Das sind hier unsere... Hä, habe ich hier nicht gesagt, dass... Auslaufend 6 Monate. Irgendwie passiert da nichts. Verglaslos? Nee, vertragslos. So. '17 bis '29. Zack. So, jetzt haben wir nämlich auch, hä, wieso werden uns denn hier, ach so, hä? Ach so, okay, jetzt check ich das. Massimo ist damit dabei, Cedric Teuchert. Cedric kann halt auch rechts spielen und links. Cedric wäre auch nicht uninteressant, ne? Straßburg ist dran. Al-Kraley. Schreibt ihr mal mit auf die Auswahlliste. Bobby ist eine Tormaschine, Nemeth auch. Ja, Nemeth hat uns bisher noch nicht so überzeugt hier. Hier haben wir nochmal einen Japaner mit dabei. Ein Achter. Komm, ich gehe nochmal einen Tag voran. Können wir auch kleiner gucken. Das Angebot von Machino wurde akzeptiert. Aber Machino ist nicht interessiert. Okay. Also Machino wird nichts. Der möchte nicht kommen. Wir können ja nochmal bis zum Ende der Transferphase warten und dann nochmal nachfragen. Aber es klingt so, als würden wir da auf taube Ohren stoßen. Ja, da können wir erstmal hier so überspringen. Brauchen wir nicht. Also da möchte ich nicht zum HSV wechseln aktuell. Kann ich auch irgendwie ein bisschen verstehen. Sinan Kavainer. Cedric Brunner. Brunner ist auch nicht so schlecht. Er ist schon 29 Jahre alt, ne? Also da bringen wir uns auch nicht unbedingt weiter. Zwei sind noch in Arbeit. Außerdem können wir uns nochmal hier unsere Rechtsaußen angucken. Mal schauen, ob da jemand dazugekommen ist. Lenny Pintor. 12 sind hier noch in Arbeit. Carlos Leon haben wir, 19 Jahre alt. Gauthier Hein. Auch schon 27, ne? Auch schon relativ teuer. Oskarsson ist geil, ne? Den fände ich so nice. Ich frage da mal nach, was die für Oskarsson haben wollen. Arp oder Pora zu holen, die sind, glaube ich, beide. Also Arp ist nicht gut genug. Schau dich lieber mal nach einer Alternative um. Ja, ich denke auch. Weißhaupt wäre für rechts außen auch gut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da werden wir gleich nochmal nachfragen, wie es da aussieht mit einem direkten Transfer. Olli Stein Oscarsson. Also wenn wir da irgendwie, guck mal, ich mach mal direkt von Verhandlungen ausschließen, das ist vielleicht auch nicht so smart. Komm, ich sag mal hier 2,7. Nach 50 Ligaeinsätzen, das finde ich ja immer okay, weil uns das nach 10 Länderspieleinsätzen muss halt versuchen, diesen direkten Preis ein bisschen runterzudrücken. Nee. Frag mal so. 5,25. Wollen die insgesamt? Warte mal, könnt ihr das überhaupt sehen da unten rechts in der Ecke? Geh mal wieder nach links hier. Mal ein bisschen kleiner. Ein bisschen besser für euch. Zack, 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 zack. Was sagen wir? Okay, das wäre ein Deal. 4,9. Alter, das ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal. Oscarsson. Ich hoffe, der will auch kommen dann. Ratenzahlung ist hart, ja. Aber passt schon. Also wenn wir es Oscarsson holen, müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir den Kollegen Weißhaupt auch haben wollen. Weil das halt genau die gleiche Position ist, ne? Oh Mann, Alter. Oscarsson hat kein Interesse an Vertragsgesprächen. Er hat erst kürzlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Super. Schade. Den hätte ich gerne geholt. Den hätte ich wirklich gerne geholt. Lass uns mal kurz ein Testspiel. Kurz ein Testspiel abmachen hier für den Sonntag. Boah, ist das schade. Es wird auch so gut passen, ne? So ein schöner Isländer und so. Oh. Herrlich, herrlich. Nee, Leihangebot Montpellier, das machen wir nicht. Wir machen ein Transferangebot und zwar für 2,5. Was sagt er? 1,9, 2,3, 2,1. 2,1 Millionen für Jean-Luc Dompé. Das nehmen wir mal an. Bochum bietet Terror den Vertrag an, okay. Das nehmen wir mal an. Der Hallische FC lehnen wir ab. Okay, die wollen tatsächlich diese 7 Millionen Euro für Weißhaupt. Da wird es dann am Ende wahrscheinlich doch werden. Warte mal. Halt, stopp. 60, 80. Was sagen wir dazu? Dann machen wir so. Bei Einsatzzeit nur 60%. Das heißt, wenn er spielt, zahlen wir weniger. Das ist geil. Das ist geil. Gehen wir so ab. Bent Andresens Vertrag läuft aus. Soll mir recht sein. Ist okay. So, wenn Dompé geht, dann kriegen wir nochmal 2,5 Millionen oben drauf. Das heißt, wir könnten nochmal so 3,5 vielleicht ausgeben für einen neuen Flügel. Wobei man halt auch sagen muss, ne? Wobei man halt auch sagen muss, dass Dompé ja nur auf der Bank saß. Und wenn ich jetzt jemanden holen würde, der 3,5 Millionen Euro kostet, dann müsste das jemand sein, der spielt. Und da wäre halt die Frage, für wen sollen der spielen? Für Königsdörfer? Für Jatta? Wahrscheinlich eher nicht. Wir haben für beide, also wir haben noch, also Öztunali wird gehen. Wenn, dann wird's ein Backup sein. Wenn wir zusätzlich noch Noah Weißhaupt haben, ne? Der da auf allen Positionen spielen kann. Ferrei kann das auch alles spielen. Sieben Millionen ist relativ teuer. Ja. Das stimmt. Wo ist die Liste von den Spielern, die du selbst gescoutet hast? Das heißt hier, Scouting-Fokus und dann Scouting-Prioritäten. Da ist das. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Leute auf der Liste, wie zum Beispiel ein Asano oder ein Tatsuya Ito.
Ito auch schon 26 Jahre alt, ne? Wenn, dann für die Spitze und nicht für die Breite, ja, genau, genau. Ein Sechser ist halt auch immer noch ein Thema, ne? Also ein guter Achter, ein guter defensiver Achter als Ergänzung für Meffert, der auch nicht jünger wird. Außerdem, in der Realität ist er verletzungsanfällig, hier zum Glück nicht. Da können wir uns halt auch verstärken. Borge Sanchez. Und da finde ich Keitel auch nicht schlecht, ne? Da finde ich Keitel auch nicht schlecht. Deckung ist er gut, Tackling ist er gut, Teamwork hat er, das ist wichtig. Einsatzfreude, spielt lieber ab, selbst zu schießen ist auch in Ordnung. Physis ist nicht ganz so stark, leider. Mit 23. Und verdient halt auch relativ viel Geld, eine Million. Da würde wahrscheinlich in der... Der würde bei uns ähnlich viel haben wollen. Jetzt habe ich kein Testspiel abgemacht. Warte mal. Krattenmacher für die Rückrunde auf der Bank und nächstes Jahr schauen, fände ich ehrlich gut. Aber ich weiß nicht, Krattenmacher ist halt wirklich... Ich glaube, der ist mir nicht gut genug, ehrlich gesagt. Spielen wir gegen den Bremer SV. Gegen Woltmarshausen. Das kann ich nicht bestätigen. Also... Dann meinetwegen Kaisers-Jena, ist auch okay. Meffert, Reis und Heuer? Meffert, Reis? Ja, Reis ist ja eher ein offensiverer Spieler, ne? Reis ist eher ein offensiverer Spieler. Ja, bitte. Wir sehen Balde und Jelzin Kaya aus. Ich glaube, die sind nicht so gut, ehrlich gesagt. Wo auch immer die sind. Spielen die zweite? Also Jelzin Kaya hat hier im FM immer ein ziemlich belastendes Potenzial. Weil die sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sadio Balde. Na, guck mal, den kriegen wir ja nicht mehr angezeigt. Also jedenfalls kann ich so sagen, der ist auch nicht gut. Der ist leider auch nicht gut. Ao Tanaka ist halt auch geil, ne? Ja, wo ist denn der? Tanaka. Ist schon nervig, wenn die Spieler immer so weit unten angezeigt werden. Wo ist denn der? Mein Gott. Düsseldorf. Da. Achso, ich war zu weit unten. Okay. Was halten wir denn von Tanaka? Was halten wir von Ao Tanaka? Ebenfalls japanischer Nationalspieler. Das ist auch relativ günstig, ne? Und verdient nicht so viel. Dann vielleicht lieber Tanaka als Keitel. Ist physisch auch besser. Packen wir mal mit auf die Auswahlliste. Hat gutes Tackling. Was hat er? Deckung 12. Stellungsspiel 13. Vergleich den mal mit Mefo. Wo ist ein Mefo? Da. Mefo ist defensiv besser. Tanaka ist ein bisschen schneller. Mefo ist defensiv besser. Und offensiv. Also. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht dann lieber jemanden, der wirklich ein klarer Defensivspieler ist. Also der. Tanaka ist ja auch eher so ein bisschen der Runner. Ich hätte lieber jemanden, der wirklich ein klassischer Sechser ist. Hier, wer ist er denn? So jemanden zum Beispiel. Hiroyuki Mai.
Das ist halt leider nur 1,73 groß, ne? Wir jetzt nicht zu Ludo. Ja, ein bisschen ist das so, ja. Pavlovic. Alexander Pavlovic. Hey, guck mal, der ist voll günstig. Wer ist dran? Der ist ja richtig günstig. Kann der was? Den schauen wir uns an. Der kann da wahrscheinlich nichts, ne? Also den packe ich mal Prio 1. Auftrag mit Priorität behandeln. Gucken wir uns an. Auslaufender Vertrag. Aber Antritt 5 bis 11. Gucken wir mal. Werfen 23 war er mehr als ordentlich. Guck mal, in Dortmund 2 rein, können wir auch mal machen, ja. Was habe ich immer für komische Ansichten, Alter? Falco, Michel. So, ich speichere dann mal eben zwischendurch hier. Ja, mach das mal. Gab es schon Deals bei euch? Ich habe gar nicht auf Schalke geachtet jetzt. Ich habe 4 Millionen verdient. 4 Millionen verdient? Junge. Ja, ich habe für 2 Millionen habe ich Klauseln verkauft. Dann habe ich 1 Million über Freundschaftsspiele verdient. Hey. Und dann habe ich noch 1-2 Spieler verkauft. Nicht schlecht. Wolf of Wall Street. Ja, ein bisschen schon. Bisschen schon. Not bad. Warte, der sagt, der Klauseln verkauft. Und bei euch so? Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir wollten Shuto Machino von Kiel holen, aber der wollte leider nicht. Ja, und ansonsten sind wir gerade dabei, nach einem guten Sechser zu scouten. Haben da noch nicht so ganz die gute Lösung gefunden. Na, okay. Wegen Profil, so Abräumer oder Spielmacher? Ja, also auf jeden Fall jemand, der immer Tackling 15 aufwärts, ne? Ja, okay. Wen habt denn ihr da so Schönes? Wir haben so viele, davon haben wir eine ganze Menge. Ja, stimmt. Hätte Schallenberg ich gleich drauf kommen können. Schallenberg. Tempelmann. Ich habe aber gerade, wie hieß denn der Dude von Mainz? Achso, genau, damit habe ich auch eine Menge Geld verdient. Ich habe 3 Laien aufgelöst. Wie hieß denn der von Mainz? Sag mal schnell, Chat. Der könnte so in dein Profil reinfallen. Mainz. Tower hieß der. Das ist so ein Typ Abräumer auf jeden Fall. Niklas Tower. Ja. 22 der ist auf jeden Fall mental richtig stabil. Der ist auch noch relativ jung mit 22. Ja. Der hat bei mir 4 Sterne Potenzial bei 3 Sternen Fähigkeit. Also einer, der auch sofort einsatzbereit ist und noch Luft hat. 14 Tackling. Das klingt echt nicht schlecht, ja. 22 und, Jahre. Okay. Ja. Der war leider verletzt, als ich ankam, deshalb hat er nie so richtig in die Mannschaft gefunden. Mhm. Hat insgesamt nur 3 Spiele gemacht, davon keinen von Beginn an. Doch einmal im Pokal hat er von Beginn an gespielt. Ja. Aber das ist eigentlich ein richtig guter Mann. Der sieht echt nicht so schlecht aus. Da schicke ich mal einen Scout rüber, das finde ich gar nicht so übel. Ja. Und der ist, ich kann dir den Bericht auch vorlesen, der ist konstant, liebt große Spiele, ist relativ zielstrebig von der Persönlichkeit her. Ja. Ja, das klingt sogar ist richtig nur, gut. Dass er in die Kabine nicht passt, aber das kann beim HSV ja anders aussehen. Und er gerne mal eine Karte kassiert, aber ist ja auch nicht der schlechteste als Sechser. Das klingt sogar richtig gut. So war das zu Stellenbeschreibung. Also ich fand ihn sehr, sehr sympathisch vom Profil her, aber ich habe halt noch 3 von der Sorte. Ja, das ist ja so das Schalke-Profil schlechthin, ne? Ja, aber Teamwork 17, 16 Mut, 16 Zielstrebigkeit, 15 Ansatzfreude, 16 Aggressivität, genau der Sechser, den du brauchst. Das ist echt gut. Kann der physisch auch was? Ja, alles so im Bereich zwischen 11 und 13. Ah, okay. Also sowohl Sprunghöhe als auch Schnelligkeit, als auch Kraft. Also ist echt so, der ist stabil. Alright, den gucken wir uns an. Danke für den Tipp. Ich finde den gut. Ja. Ich weiß nicht, was Mainz jetzt mit ihm vorhat, nachdem ich die Leihe beendet habe. Ob die den direkt wieder verleihen oder ob die den auch verkaufen. Mhm. Ich denke mal, die werden den nicht brauchen, ne? Anlage beobachten. Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal. Aber der hat in den letzten 3 Jahren zusammengerechnet 12 Spiele gemacht. Ja. Naja, gut. Da also vielleicht ist er auch einfach brutal verletzungsanfällig, keine Ahnung. Das aber kann auch sein, ja. Mein Scout-Bericht hat gesagt, der war halt bei mir verletzt, als ich ankam. Ja, ja. Was hat er gehabt? Weißt du das noch? Nichts Schlimmes, oder? Kann man bestimmt auch in seinem Profil sehen. Ach da, Knöchelbänderdehnung. Ja. Ich war jetzt eigentlich auch eher so ein bisschen mit Ausmisten beschäftigt. Ah, Mist, jetzt wollen die Bayern noch Geld. Nein. Mit den Klauseln ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Was haben wir denn da noch so? Wir können nur eine Klausel verkaufen, das ist das hier. €18.000, grandios. Grandios. David De Gea. Okay. Der will nicht. Aber er wäre noch vertragslos, ne? Also Tower gucken wir uns an. Den finde ich interessant. Bei Tanaka ist auch nicht so schlecht. Ja. Krattenmacher. Das reicht mir, glaube ich, nicht. Ezequiel Fernandes. Bastian Boselli. David Martinez. Nora. Ach, da ist er doch. Ach, das ist sein Bruder, ne? Fabio Baldé. Hat auch nicht so das krasse Potenzial. Ach so, und das ist gerade passiert. Muheim hat sich für 4 bis 5 Wochen verletzt. Das ist blöd. Freiburg macht ein Angebot für Mikkel Bronsis. Lehnen wir ab. Den wollen wir gerne halten. Eindhoven, nee. Aber für Kran haben wir doch schon ein Angebot, oder nicht? Ja, der soll einfach zu Unterhaching gehen und gut ist. Der soll da einfach hin. Seitenwechsel. Nee, das Spiel gegen Schalke ist noch nicht durch. Aber moin. Schauen wir mal, ob wir bis dahin überhaupt kommen. Also wir sind hier so lange am Scouten und sowas. Kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wie spät ist es? Ja, okay, 10. Bisschen haben wir ja noch. Kriegen wir bestimmt hin, noch bis dahin zu kommen. So, dann würde ich ganz gerne tatsächlich nochmal nach einem guten Sechser suchen einfach. Kann man ja auch nach Analysen, Statistiken, Defensive. Gucken wir mal nach entscheidenden Zweikämpfen. Da soll er gut drin sein. 2 Sterne. 17 bis 29 Jahre alt. Dann schauen wir einfach mal, ob es einen guten Sechser gibt. Was hat deine Meinung zum Derek Höhn-Transfer? Ich glaube, die haben 3,5 Millionen oder sowas bezahlt. Ich glaube, das ist ein Preis, mit dem beide Seiten eigentlich ganz zufrieden sind. Ich hätte Köln eigentlich immer ganz gerne, also der kommt ja ursprünglich vom HSV, ich hätte ihn gerne wieder hier gesehen, weil ich den eigentlich sehr gerne mag. Aber ich sehe ihn auch nicht so oft. Ich habe auf Twitter ein bisschen gelesen und 96-Fans sagen, das ist jemand, der sieht in Highlight-Reels halt super gut aus. Aber es ist halt niemand, auf den du dich als Linksverteidiger jetzt verlassen könntest, weil er defensiv immer wieder Schnitzer drin hat. Ja, keine Ahnung. Haben die den als, nee, haben sie nicht. 5 Millionen, okay. Ja, für 96 ein bisschen blöd, ne? 96, guck mal, hier kostet er nur 2 Millionen. Den schauen wir uns auch nochmal an. Den guten Derek. Der kann ja auch links außen spielen, ne? Also wenn, dann würde... Ah, okay, schade, der kann nur LM. Also wenn, dann hätte ich ihn hier irgendwie gesehen, ne? Als inverser Außenstürmer auf Unterstützen irgendwie. Da sehe ich ihn tatsächlich.
Vor allem, weil er eben auch die Fähigkeiten in der Defensive hat. Das heißt, wenn du Gegenpressing spielst und Derrick Köhn vorne in der Offensive hast, dann hat der gegnerische Rechtsverteidiger keine ruhige Sekunde. Der kann am Ball was, der kann gegen den Ball was. Das fände ich ziemlich cool. Vor allem für den Preis. Oh ja, Deal können wir uns auch mal anschauen. Justin. Da läuft der Vertrag ja auch aus. Oh, da machen wir sofort mal ein Angebot. Justin Deal. Da machen wir sofort mal ein Angebot. Sagen dem gerne, Justin, du kommst hier als Rotationsspieler. Damit er auch zu uns kommt. Also in der Köln-Karriere hat er wohl ganz gutes Potenzial. So könnten wir ihn dann vielleicht davon überzeugen, tatsächlich zu uns zu wechseln. Das nehme ich raus, jährliche Gehaltssteigerung nehme ich raus, dann können wir ihm gerne 400.000 Euro anbieten. Ist okay mit 15%. Okay. Deal, da machen wir ein Angebot. Das war eine gute Idee. Und Derrick Köhn, gucken wir uns nochmal an. Aiden O'Neill. Standard Liège. Wie wär's denn mit, wenn wir Thema direkte Konkurrenz schwächen? Jackson Irvine. Wie wär's denn mit sowas? Ist schon 30 Jahre alt halt, ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten einfach irgendjemanden von Pauli holen. Die einfach zu nerven, fände ich ja irgendwie auch geil. Und Eric Smith oder sowas. Ja, genau der Spielertyp, ne? Kannst keinen Spieler von Pauli holen. Also am besten wäre es ja, einen Spieler von Pauli zu holen, um ihn bei uns nicht spielen zu lassen. Das müsste ich eigentlich nur so machen. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Aber irgendwie, ja, naja. Also wenn dann irgendwie Jackson Irvine, was mit Metcalf ist ein bisschen offensiver, ne? Der gute Connor. Fortuna, die haben noch, also Bodka ist auch schon über, heißt noch nicht über 30, der ist fast 30. Jetzt scroll ich hier mal ein bisschen durch. Wir gucken einfach mal, wen die sonst so haben. Dennis Bonic ist auch, ist auch eher so ein Spielmacher-Typ. Jerome Gondorf. Der Sack. No offense. Bin ich ja selbst mittlerweile schon fast. Sander, der ist auch groß, ne? 1,85. Philipp Sander scout ich. Marvin Schulz. Auf den schauen wir uns mal an. Pfälzisch Candlelight. Der pfälzische Podcast. Was geht? Ey Leute, Shoutout an der Stelle. Falls ihr Bock habt auf einen kleinen Podcast. Falls ihr da noch was sucht, hört mal bei Pfälzisch Candlelight rein. Steffen und Janik machen das richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen. Gönnt euch das mal. Aber bei mir ist alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Mr. Pfälzisch Candlelight. Ich denke mal Steffen. Oder? Kind Zombie zurückholen, weiß ich nicht. Wenn schaut auf Spotify, auf YouTube dient nur als Archiv. Na, ah, okay. Klar, Steffen wäre sonst. Ich hab's ja noch gedacht. Steffen, wie sieht's bei dir aus? Wann hast du das letzte Mal FM gespielt? Hast du da was vorzuweisen oder bist du mittlerweile komplett raus? Ich hoffe, ich bin irgendwann mal so gut wie du im FM, bin mit Dortmund vor einer Woche in die dritte Liga abgestiegen. Oha, Timon. Wie hast du das denn gemacht? Das ist krass. Aber das Ding ist halt, ich würde mich nicht mal als jemanden bezeichnen, der mega gut in dem Spiel ist. Ich weiß halt nur, wo man klickt, um welchen Screen zu kriegen.
Alles andere ist dann so ein bisschen Hit or Miss, ne? Manchmal klappt es, manchmal nicht. So ist es halt so ein bisschen. Das willst du nicht hören, aber ich spiele wenn den EA-Manager wieder. Shame on me. Ja, ist ja auch geil. Da kommt jetzt bald doch ein neues File raus, oder? Am 12.02. meine ich. Weil ich ein totaler Noob bin. Ja, push dich. Das wird schon. Wir haben ein Angebot von Bayer Leverkusen für Mikkel Bronsdijk. Ich gehe da einfach mal komplett gottlos rein. Sache 7,5 Millionen ist er eurer. Alles klar. Bochum macht ein Angebot für Moritz Heier. Ist es nicht schon raus? Ach so, am Montag. Ist es der 12.? I don't know. Taktik und so, nicht so geil. Da würde ich mich einfach, also wenn du damit Probleme hast, dann würde ich mich da einfach an die Vorgaben des FM halten. Die sind meistens auch schon ganz gut. Moritz Heier fände ich okay. Wenn die uns schön viel Geld überweisen, dann bin ich bereit, Moritz Heier gehen zu lassen. Jonas, hast du irgendwie noch einen Innenverteidiger oder sowas? Lust zu werden? Warte mal. Ich schau mal. Innenverteidiger ist schwierig bei uns. Innenverteidiger ist schwierig. Da sind wir eh schon relativ dünn besetzt. Wir haben gerade Jonas David an Rostock verliehen. Jonas David an Rostock verliehen. Ah, ich hätte sonst gesagt, den rufe ich zurück und gebe ihn dir zur Leihe. Das geht leider nicht. Ich kann ihn nicht zurückbeordern. Schade. Sonst du weißt nicht, dass ich eine gemeinsame Geschichte mit Jonas David habe. Nee, wieso? Der war Teil meiner sensationellen Atalanta Bergamo Meistermannschaft. Jonas David, echt jetzt? Crazy. Ja, dann müsste er eigentlich zu dir gehen, ne? Das ist doch so ein raketenschneller Innenverteidiger, oder nicht? Ah, geht. Na gut, hier im FM Schnelligkeit 14 hat er. Das ist ganz gut. Ja. Ja, ich glaube, damals hat er irgendwie 16 oder so gehabt. Ich habe zwei Transfers gemacht, glaube ich, vor der Saison. Das waren beide schnelle Innenverteidiger, weil ich hohe Pressingkette spielen wollte. Und das war so sensationell. Boah. Das war sensationell. Jonas David bei Atalanta Bergamo klingt auch komplett wild. So aus HSV-Perspektive. Aber ja, also das war im FM 20 war das, oder? Oder 21? 20 war das. 20. Ja, okay, da wurde er, glaube ich, auch noch als Riesentalent gehandelt. Naja, genau. Hat sich mittlerweile so ein bisschen relativiert. Ja. Ja, sonst ist es schwierig. Ich habe hier gerade ein Angebot für Moritz Heier. Der kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Aber Bochum möchte uns 1,7 Millionen Euro bezahlen. Okay. Mindestens. Was hat er denn an aktuelle Fähigkeit und Potenzial? Aktuelle Fähigkeit bei uns 2,5, Potenzial auch. Der ist 28 Jahre alt. Kann Innenverteidiger, Sechser, Rechtsverteidiger, ja, Achter, Linksverteidiger. Nee, da biete ich nicht mit. Teamwork 16? Nee. Okay. Haben wir genug von auf Schalke. Na gut. Ja, okay. Nee, dann sieht es eher eng aus, was Innenverteidiger bei uns angeht. Nee, dann nimm das Geld von Schalke. Aber Bochum, ja. Bochum. Das Geld von Schalke gibt's nicht. Aber warum will denn keiner Sebastian Polter? Kannst du das verstehen? Ich verstehe das nicht. Tja. Polter. Ich schaue ihn mir auch nochmal an. Stürmer ist bei uns auch immer noch ein Thema. Boah. Terodde ist mittlerweile auf der Wunschliste von 16 Clubs. Aber keiner will dir Geld für ihn bezahlen, ne? Nee. Wahrscheinlich alle. Also Freitransfer. Saint-Étienne hat natürlich das Angebot abgegeben. Ansonsten hat er ein Vertragsangebot von Bochum vorliegen, aber das ist erst Vertragsende. Ja. Und ansonsten. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch der HSV, Alil Club immer noch. Aber der. Die versuchen noch die nicht vorhandenen finanziellen Mittel zu beschaffen, steht hier. Echt jetzt? Die haben aber ganz schlecht gewirtschaftet. Beim HSV steht unbekannt. Ja. Ich glaube, den HSV kann man streichen. Leute, wir haben jetzt hier die Bestätigung zu Noah Weißhaupt. Was sagen wir dazu? Kostet uns relativ viel Geld. Wie groß sind denn die Chancen, dass das hier mit Östünali über die Bühne geht?
Ja, wir haben hier gerade nur Weißhaupt an der Angel. Ah, okay. Zur Leihe. Mhm. Wenn wir uns. Wäre dann der Ersatz sozusagen. Das wäre dann quasi der Ersatz, ja. Mhm. Aber der kostet halt für ein halbes Jahr 450.000 Euro, was echt nicht günstig ist zur Leihe. Kaufoption 7 Millionen ist auch relativ happig. Ja. Umdribbelt Gegenspieler mehrmals ist natürlich mal charmant, ne? Das stimmt. Das stimmt. Ja, komm, Leute, wir machen das. Wir machen das. Also, wir haben mittlerweile richtig Budget, das ist echt krass. Also, richtig schon was freigeschaufelt hier. Ja, und. Alleine, was diese Leihspieler an Kapital gebunden haben, ist einfach wild. 4,5 Millionen ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. So, dann kann ich dir Öztunali gerne rüberschicken. So, Bestätigung erfragen. Öztunali to Schalke, here we go. Contract is guilty. Echt teuer. Zu teuer für einen Spieler, der nur ein halbes Jahr bleibt. Maybe. Vielleicht. Aber ich finde das. Ich finde ihn spannend. Ich finde ihn spannend. Öztunali ist damit nicht mehr beunruhigt, was auch schon mal ganz schön ist. Also. Nur Weißhaupt setzt sich direkt sehr gut auf dein Öztunali aufpassen. Ja, bitte, bitte. Aber ich hab da ein gutes Gefühl. Halt den Jungen vom. Das ist genau die Verstärkung, die wir gebraucht haben. Halt den Jungen bloß vom Arena-Ring fern. Das hat er nicht verdient. Was hast du für Gruder für die Zukunft? Das ist wahrscheinlich teuer, oder? Trotzdem brauchen wir noch einen Flügel, weil Dompe noch gehen soll. Mhm. Ja, Gruder ist wahnsinnig teuer. Hast du mal überlegt, auf deinem Hauptkanal ein Rebuild zu Sevilla oder Olympique Lyon zu machen, so wie du es zu Arsenal gemacht, zu Ajax gemacht hast? Ja, es gibt halt so viele geile Sachen, ne? Lyon, Sevilla wäre auch richtig nice, ja. Lyon ist eine echt gute Idee. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. So viele Sachen auf der Liste. Das ist echt krass. Schauen wir mal. Habe ich aber Bock drauf. Guck mal, Paul Jäckel. Wäre ja auch so ein Abräumer-Typ, ne? Wäre ja auch so einer. Also wir brauchen noch einen Sechser. Auf jeden Fall. Wir haben Poreba. Aber der kann leider nichts im FM. Kann ich die Leihe beenden? Ja, guck mal, das machen wir direkt. Poreba's Live-Vertrag beenden. Zack, weg. Wen haben wir noch geliehen? Dennis Hatzikadunic. Wollen wir die Leihe von Hatzikadunic auch direkt? Ah, können wir nicht. Fuck. Guck mal, damit haben wir jetzt auch nochmal 700.000 Euro freigemacht. Behalt den. Nee, den brauchen wir überhaupt nicht. Den brauchen wir überhaupt nicht. Der ist einfach zu schlecht. Leider. Der ist ein Box-to-Box und Box-to-Box haben wir so viele Mittel. Also da sind wir so gut besetzt. Da brauchen wir keinen Poremba, sagt man, glaube ich. Das ist nicht nötig. Tower haben wir uns angeguckt. Niklas Tower. Die alte Mentalmaschine. Der Kader wird langsam dünn. Ich finde, das geht wirklich. Ich finde, das geht. Vier Innenverteidiger. Zwei Rechtsverteidiger. Linksverteidiger haben wir. Oliveira kann das auch spielen. Auf der 8 sind wir gut besetzt. Wir haben einen guten Achter. Also defensiven Achter mit Meffert, deswegen wollen wir da auch noch einen holen. Offensive 8 ist super.
Und dann halt auf den offensiven Positionen, also vor allem auf den Außen, wenn Dompe noch geht, müssen wir da noch jemanden holen. Aber ansonsten, also defensives Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Das Ding ist halt auch, wir haben relativ viele Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können. Wie zum Beispiel Mikkel Brenzis kann rechts und links spielen. Wenn auch links nicht so wirklich gut. Oder auch ein Oliveira kann links und rechts spielen. Moritz Heier kann alles spielen. Außer der geht jetzt zu Bochum, dann hat sich das irgendwie auch. Aber für den kriegen wir dann halt ja auch nochmal 1,5 Millionen, ne? Deswegen hätte ich da kein Problem mit. Patrick Jasbeck. Christian Groß. Oh, weiß ich ja nicht. Nicht viel Gutes drüber gehört. Patrick Jasbeck. Jasbeck. Gibt's nicht. Haben wir nicht. Ceballos von Boca. Wieso finde ich den nicht? Keine Ahnung. Garancul, ah, ist sehr schnell, ne? Kein Interesse, okay. Können wir uns dann sparen. Yannick Keitel wird wahrscheinlich eh ein bisschen zu teuer sein. Wer ist das denn? Können Sie sich bitte darum kümmern, Herr Kapitän? Ich möchte nur einen Vertrag haben. Nein. Keinen neuen Vertrag. Seine Moral ist besser geworden. Wow. Engelhardt ist gut, ja. Den gucken wir uns an. Den gucken wir uns sowas von an. Ja, Ceballos, ich kenne den auch, aber noch aus unserem Safe in der letzten Saison in Argentinien. Aber da taucht hier nichts auf. Arnaud Riedel zu Bochum. 3,5 Sterne Potenzial. Ja, okay, nee, komm. Lehnen wir erstmal nochmal ab. Zusammenfassung im Posteingang. Ja, das sind die Spieler, die ich interessant finde. Nihus. Sagt man Nihus oder Nihus? Wie sagt man? Engelhardt ist ex-prima. Passt schon. Den kriegen wir. Den machen wir hier noch zum HSV. Florian Flick auch sehr gut, ja. Den scouten wir sogar schon, guck mal. Der ist auch super. Der ist auch super. Auch 1,88 groß und so. Fabi Kunze. Ja, Fabi Kunze finde ich auch nicht schlecht. Martel und Dardai zu teuer, ja. Dardai, naja gut, Dardai bei Hertha eventuell. Wir können uns auch, wenn wir aufsteigen und Hertha nicht, können wir uns auch mal Gedanken über Fabian Reese machen. Ja, Marton kostet 8 Millionen. Den können wir uns nicht leisten. Bennis möchte einen neuen Vertrag haben. Der hat noch Vertrag bis 26. Also eigentlich fehlen ja auch 800.000 Euro. Das ist eigentlich genug. Das ist eigentlich genug. Möchte aber ungern einen unserer Schlüsselspieler unzufrieden machen. Ich frage einfach mal nach, was er denn haben möchte. Ne, warte mal. Ich mache das mal so. Ich frage mal den Berater. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch machen. Ne, kann ich nicht mehr machen. Dann mache ich das trotzdem so. Lazi, was darf es sein? Ja, ist natürlich viel zu viel Geld. Das ist natürlich viel zu viel Geld. Ausstiegsklausel einer Mischeverein in höherer Liga, 5 Millionen ist okay, weil wir eh, ich sage einfach mal, wir steigen eh auf. Halten wir mal bei 10. Hier müssen wir uns halt irgendwie einig werden.
Also ich finde es okay, Lazio ein bisschen mehr Geld zu geben, weil er auch wirklich eine gute Hinrunde gespielt hat. Aber ich möchte nicht über 1,3, 1,4 gehen eigentlich. Ja, guck mal, wir können nämlich gar nicht über 1,24 gehen. Guck mal, wenn wir den Titel im DFB-Pokal gewinnen, dann kriegst du nochmal ein bisschen mehr. 11 des Jahres Prämie. Kann die Klausel da nicht noch nach Aufstieg gezogen werden? Ich würde einfach mal sagen, nein, oder? Einheimische Vereine in höherer Liga wäre ja, wenn wir aufsteigen, niemand mehr. Oder gilt das zum Vertragsabschluss? Das wäre natürlich relativ spannend zu wissen. Okay, so wären wir uns nicht einig. Guck mal, das können wir doch machen. Ich verspreche Ihnen, dass wir am Ende der Saison über einen verbesserten Vertrag reden. So, Lazi. Ich möchte nicht warten. Was soll das denn? Sie müssen sich das Auf- und Absatz des Platzes verdienen. Das macht er ja eigentlich schon. Na, erstmal nicht, Lazi. Sorry. Können wir gerne in Zukunft nochmal drüber nachdenken. Aber dann, ja. Wie läuft es denn generell? Bei den Streams war ich leider nicht dabei, nur fleißig an Videos gucken. Du meinst hier im Safe? Hier läuft es eigentlich, also hier läuft es super gut. Wir haben, auch für alle, die jetzt nochmal frisch drin sind, wir haben seit 9 Spielen alles gewonnen. Wir sind in der 4. Runde des DFB-Pokals, das in das Viertelfinale ist. Da spielen wir dann gegen wen war es nochmal? Gegen Paderborn im Viertelfinale. Schalke ist schon draußen leider. Und stehen in der Bundesliga auf einem super guten Tabellenplatz 1. 6 Punkte vor Hannover, 6 Punkte vor Hertha. Ja. Also es läuft eigentlich super gut und jetzt suchen wir halt noch auf 2 Positionen Spieler. Seifert schicken wir mal zum VfB. Ich glaube, Engelhardt wäre krass. Engelhardt wäre echt krass. Hättest noch ein bisschen warten können. Ja, das werden wir wahrscheinlich so, also ich werde ihm wahrscheinlich so oder so einen neuen Vertrag anbieten. Wenn wir dann durch sind durch die Wintertransferphase. Das schieben wir auch mal mit Scouting-Prioritäten. Engelhardt, Kunze, Nihus, Tarek Buchmann haben wir mit drin? Spannend. Schalke möchte Buchmann leihen. Ah, ist natürlich auch nicht schlecht. Hab ich Bundesliga gesagt? Ja, meine ich zweite Bundesliga. Rocco Reitz. Ja. Rocco Reitz wäre natürlich krass, ne? Aber Rocco Reitz wäre auch wieder, also klar würde ich den nehmen, aber ist ja wieder nicht so ganz der Spielertyp, den wir brauchen, ne? Seifert ist zufrieden damit, dass wir ihn verliehen haben. Tiag Hildebrand. Wiederholung des Kölns, deswegen Bennis, ja. LSK Hansa. Oh, guter Club. Guter Club. Ist gar nicht so teuer. Ja. Das stimmt. Und für die Offensive gibt's da jetzt nochmal, gab's da jetzt nochmal irgendwie Spieler, die spannend. Oh, wer ist er denn? Kamal Sowa. Ist besorgt. Na, der sieht auch nicht schlecht aus. Mental richtig stark, ne? Flair 15 ohne Ball 15. Das ist eine Granate, der Typ. Der ghanaische Nationalspieler, ja. Genau wie Renzi. Haben wir mit Renzi, Ambrosius und Sowa 3 ghanaische Nationalspieler. Ist auch cool. Der sieht nicht schlecht aus, aber wahrscheinlich kriegen wir den dann erst im Winter. Im Sommer, tippe ich mal. Was wollen die für den haben? Ich mache da einfach mal ein Angebot und wir schauen mal, wann wir den kriegen würden. Und dann können wir uns ja immer noch überlegen, ob wir ihn wirklich haben wollen oder ob wir doch was anderes machen wollen.
Aber vom Ding her finde ich ihn, also rein von seinen Attributen her, sieht das wirklich gut aus. 3,4. Okay. Schicken wir mal ein Angebot rüber und schauen mal. Team Boachi. Die M sind erstmal 19 in Arbeit. Corentin Tolisso. Okay. Marcel Hartl wäre auch wild. Bunch. Krasniki. Okay. Ist hier noch Neues? Kozuki hat Schalke verkauft. Ist halt schade, dass Oskarsson nicht kommen wollte, ne? Bilavogi. Sieht auch nicht schlecht aus. Noch ein Angebot für Mikkel Brancis. Lehnen wir ab. So hat Zweifel. Möchte Starspieler? Okay, das sehe ich so schon. Der ist mir zu teuer. Elijah Kran geht zur Leihe zu 68. Ist da Stammspieler. Sehr gut. Sehr gut. Soticek. Den hatte ich, glaube ich, auch in meinem Ajax-Rebuild. Der hat aber kein Spiel gemacht. Sah von den Attributen ganz gut aus. Ich glaube, das ist aber so ein Standard Wonder Kit, um es mal so zu sagen. Die hole ich eigentlich immer relativ ungerne. Halilovic. Ach nee, mehrere Spieler sind der Meinung, dass Laszlo Benes einen neuen Vertrag anbieten sollten. Ja, okay, jetzt kommt der Kader. Warum bekommt Laszlo keinen neuen Vertrag? Wir denken, er wird einen verdienen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Heute zieht es sich, sagt er. Wow. Man kann sich das Ganze auch im Zweifel im Nachhinein angucken. Ey, Pfälzisch Kennenleitmann. Steffen, danke für den, danke für die Mitgliedschaft, für die Kanalmitgliedschaft, für die Dauerkarte, für den Support. Dankeschön. Jetzt auch hier auf YouTube. Ansonsten einfach Deal holen, wenn er dem Vertrag zustimmt. Ja, hätte ich auch gar kein Problem. Wie lange dauert denn das noch hier, Justin? Was ist denn los? Da mein Sub auf Twitch seit einem halben Jahr ins Leere läuft, habe ich's mal hier verlängert. Ja, bin ich absolut fein mit. Aber auch danke dafür, für die ganzen Subs auf Twitch. Die laufen tatsächlich ins Leere. Ja, dann versuchen wir nochmal Benes einen neuen Vertrag anzubieten. Wenn das hier, wenn das hier schon zu Verwerfung innerhalb des... Jetzt will er sogar noch mehr Geld, Alter. Laszlo, du wolltest eben nur 1,8. Guck mal, dann versuchen wir das doch einfach mal so. Ich gebe ihm einfach ganz viele Prämien. Du kriegst ganz viele Prämien, wenn wir aufsteigen, Lazi. Dann kriegst du... halt, stopp. Wenn wir aufsteigen, kriegst du 240.000 Euro. Wäre das nicht geil? Fände ich okay. Kennst du den Heslinger SC? Vom Hörensagen. Am Budget tüfteln, ja, oder so. So geht's auch. Warte mal. Oh, jetzt ist das... Ich hätte nicht auf Vorfahren drücken dürfen. So, nochmal. Könnte ich jetzt noch mehr in Richtung Gehaltsbudget gehen? Na. Ich versuch's mal einfach mit ganz vielen Prämien. Aufstiegsprämie, 11. Jahresprämie, Titel im Pokal. Für direkte Torbeteiligung. Also das ist einfach so Geld, was er oben drauf kriegt. Ja, okay, komm. Wir warten einfach noch mal ein bisschen, bis die anderen Deals durch sind.
Der ist unzufrieden, aber nicht eingehalten. Junge, Laszlo, wir machen. Komm, ruhig. Laszlo, gib mir Zeit. Gib mir Zeit. Ganz ruhig. Das entwickelt sich hier gerade in eine unangenehme Richtung. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Red Bull Salzburg bietet dir einen Vertrag an. Aber bestimmt bietet den keiner so einen guten Vertrag an wie wir. Terodde, sehr gut. Terodde geht zu Bochum. Damit ist Schalke seinen teuren Spieler los. Jetzt mit Kretzig aus, den habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Der Franz. Mainz möchte Kretzig haben für 3,6. Okay. Was haben wir? Pavlovic haben wir uns ja auch angeschaut. Da Alexander Pavlovic. Komm, ich frage einfach mal, ob die uns Pavlovic zum Probetraining rüberschicken würden. Können wir mal den Vorstand nach mir Gehaltsbudget fragen. Kann höchstens das hier machen. Komm, mache ich einfach mal. Simon Terodde akzeptiert das Vertragsangebot von Bochum. Ja, sehr gut. Kannst du ihn dann noch direkt an Bochum verscherbeln? Nee, die wollen nichts bezahlen. Ja, nee, dann ist es... Das ist nicht so gut. Also ich zögere gerade irgendwie 100.000 zu fordern, weil weiß ich nicht, ob ich ihn dann noch lieber behalte, aber ey, ich hätte ihn so gern zu Saint-Étienne verkauft. Aber der verdient bei dir irgendwie 900.000 oder sowas, ne? Ja. Boah. Also ich würde ihn, glaube ich, du hast noch Polter, du hast Top, du hast Lassmann. Ja, das stimmt auch wieder, aber na, 100.000 weg. Das haben sie angenommen. Ja, okay. Aber blind ist es trotzdem irgendwie. Ja, siehst du, mir wolltest du 500.000 Euro aus der Tasche ziehen für den. Jetzt geht er für 100.000 nach Bochum. Unglaublich. Tja. Wir verkaufen währenddessen Pavlovic für, nicht Pavlovic, Haier für 1,5 Millionen. Das ist auch gut. Das ist stark. So, wir haben Tarek Buchmann ausgeliehen. Ja, den habe ich mir auch eben schon angeschaut. Hab dann gesehen, dass es da ein Leihangebot von Schalke gab. Ja, der hilft uns auf jeden Fall erstmal weiter. Mhm. Und ansonsten habe ich die ganze Zeit mit Retzig rumgeflirtet, aber irgendwie bin ich mit Bayern nicht einig geworden. Ja, den haben wir uns auch eben angeschaut und da haben wir gesehen, dass Mainz ein Angebot für 3,6 Millionen hat. Das ist auch echt vieles für den, ne? Im FM sieht er gar nicht so stark aus, finde ich. Ich fand den nicht verkehrt. Also der hätte bei mir 3 Sterne sofort plus Potenzial gehabt. Also na, tatsächlich. Ja, ob man jetzt 3,5 Millionen da sieht, also als Schalke eher nicht, aber... Ja, ja. Generell ist halt auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Der kann auch Linksverteidiger spielen. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, doch. Das hat er bei Bayern die ganze Zeit gespielt. Ah jo, okay. Ja. Aber der kann auch links außen, der kann auch in der Mitte, der kann praktisch alles. Und die Bayern hätten ihn sogar für 2 Jahre verliehen. Ja. Und dann kam aber Mainz dazwischen und dann haben sie gesagt, ne, jetzt wollen wir nicht mehr verleihen. Schade, schade. Ja. Aber dann hast du ja noch ein bisschen Geld übrig jetzt im Gehalts- und Transferbudget, ne? Kannst du noch mal ein bisschen... Ich habe fast 4 Millionen. Stimmt, du hast ja noch gar nichts ausgegeben. Ja, richtig. Zusammengenommen, weil ich nicht finde, wen wir hier kaufen sollen, ehrlich gesagt. Also ich tue mich sehr schwer. Brauchst vor allem einen Innenverteidiger, ne? Ich tue mich sehr schwer. Vielleicht fällt mir bei unserer Suche ja noch jemand auf, der bei dir ins Profil passt. Was brauchst du? Du brauchst einen schnellen Innenverteidiger oder einfach nur irgendeinen Innenverteidiger? Ich nehme alles, was uns irgendwie weiterbringt. Mhm. Okay. Bis wann geht im FM die Sperre von Mario? Der kann. Also entweder erst irgendwie noch so eine Offensiv. Dezember. Wuchtbrumme oder sowas.
Offensiv-Wuchtbrumme. Also irgendjemand, der uns da qualitativ einfach weiterbringt. Oh, es gibt Interesse an Polter, ich fasse es nicht. Oh. Jetzt, wo Terodde weg ist. Thema Wuchtbrumme. Ja. Ja, also bei uns ist es offensiv jetzt mittlerweile auch echt eng. Ich habe jetzt den Kader ganz viel ausgedünnt. Und so langsam wird es ein bisschen schwierig. Nein, ich habe immer noch einen viel zu großen Kader, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, bis der Ball dann wieder rollt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben auch lange kein Spiel mehr gemacht. Ja. Oh Mann, ey. Wann spielen wir denn gegeneinander? Eine Woche noch, ne? Ja. Machen wir noch, oder? Würde ich sagen, ja. Also jetzt habe ich schon in meinen Titel geschrieben. Ja, dann müssen wir auch. Dann müssen wir auch, ja. Ich lasse die Zuschauer hier unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hier in den Stream gelockt wurden. Genau. Guck mal, ich habe hier einen paraguayanischen Innenverteidiger von River Plate gescoutet. Der sieht ganz gut aus. Aha. Der kostet 1,9 bis 3,9 Millionen. Wie heißt der? David Martinez heißt er. Ist auch so ein... Kriegst du aus bestimmt 20 Suchergebnisse. Das glaube ich auch. Ja. Der sieht echt nicht schlecht aus. Drei. Stellungsspiel 14, Tackling, Deckung, Kraft 14. Guter Mann. Ich sehe einfach gar nichts von ihm. Ah, okay. Doch, ich sehe Tackling 11 bis 16 und Kopfballtechnik 10 bis 15 und das war's. Ja. Also bei mir hätte er so 3 bis 3,5 Sterne derzeitige Fähigkeit. Das ist cool. Aber darfst du den scouten oder hast du da jetzt Geld für bezahlt? Also ich habe ich glaube, ich habe das weltweite Scouting-Paket. Ja. Ah, okay. Deswegen kann ich da losgehen. Okay. Kann man sich mal gönnen als Weltstadt Hamburg. Tor zur Welt, da muss man auch überall scouten können. Ah, ich beschränke mich auf Mitteleuropa und bin schon ausgelastet damit. Ja, also mein Projekt in Japan zu scouten hat auch nur so mittelmäßig Früchte getragen. Und es wurden ganz viele Brasilianer vorgeschlagen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Brasilianer in Japan Fußball spielen. Ja, das habe ich gelernt, als ich Cruzeiro war. Ja. Dass das tatsächlich ein ganz beliebte Liga für Japaner ist. Ja, okay. Mhm. Also das ist tatsächlich so, weil das... ja, auch relativ nah ist, sag ich mal. Ja. Und es gibt wohl in Brasilien auch relativ viele japanische Communities, wenn ich mitbekommen habe. Und man kommt halt in ein Land, wo man auch gut Geld verdienen kann. So. Ja. Kann ich mich auf die Idee bringen, dass mein kompletter Stürmer von damals, als ich ihn noch scouten wollte, ja, der verdient leider zu viel. Ja, ich habe mich irgendwie so auf schnelle, flinke Japaner auf Außen gefreut und dann wurden mir ganz, ganz viele Diegos und Lincolns und sowas vorgeschlagen. Das war nicht so ganz das, was wir wollten. So, haben wir jetzt Geld im Gehaltsbudget? Ja. So, Lazi, komm. Komm, gehen wir nochmal einmal fortfahren. Und dann fragen wir nochmal bei Lazi, wie das jetzt aussieht. Ob er jetzt 2,5 Millionen Euro, wahrscheinlich möchte er jetzt 2,5 Millionen Euro, tippe ich mal so, ne? So wie wir den Guten kennen und sein Berater. Ja, guck mal, 2,5. Weltklasse. Jetzt können wir aber schon ein bisschen hier anpassen, was das Gehaltsbudget angeht. Ich geh mal hoch auf das. Oh nee, Alter, was? Wir können ihm halt wirklich maximal 1,3 Millionen Euro anbieten. Ja, das wird langsam wirklich ein bisschen kritisch hier. Es wird langsam ein bisschen kritisch. Da muss ich jetzt die ganzen... Also, ich dachte, durch den Moritz-Heyer-Verkauf kriegen wir mehr Geld rein. Es gibt, glaube ich, fast keine zwei Länder, die so weit voneinander entfernt sind wie Brasilien und Japan. Lass uns doch mal schauen. Jetzt brauche ich mal schön Maps in Dings auf. Ich will mich ja nicht doxen. Ja.
Ja, also es ist nicht gerade nebenan, ne? Es ist nicht gerade nebenan. Entfernung messen. Es sind ziemlich genau 17. Du hast recht. Ich hätte gedacht, irgendwie der Weg über den Pazifik wäre kürzer. Aber ist er überhaupt nicht. Krass, Mann. Witzig, ne? Der kürzeste Weg geht fast über den Nordpol. So viel dazu. Wow, okay. Geogesser Junukas 2.0. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ne? Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Kannst du mit dem Vorstand sprechen? Nee, ging leider nicht. Schloss reinmachen, da nicht verhandelbar, dann verhandeln die meistens über die Prämien. Ich mach jetzt. Also ich hau jetzt alles rein, was ich kann. Torprämie, Vorlagenprämie. Wir strecken uns für Lazi. Hamburg ist näher dran als an Sydney, als Japan an Brasilien. Ah, okay. Naja, gut. Jetzt schlafen, muss morgen 5.30 Uhr aufstehen. Ach du Scheiße. Ja, dann viel Erfolg dabei. Bis nächste Woche. Guck mal, Lazi. Thema Gehaltserhöhung. Was sagst du? Keine Chance, Leute. Keine Chance. Damit. Ach Mann, ey. Hätte ich das mal beim ersten Mal gemacht, ne? Als dann noch, als er noch 1,8 haben wollte. Gehalt nicht verhandelbar. Versuchen wir. Können wir hier noch irgendwas reinmachen? Gehalt für 5 Saisontore. 250.000. Das ist halt echt crazy, was ich hier gerade mache, ne? Wirklich crazy. Warte mal, ich mach das mal nicht. Bin mir ein bisschen zu verrückt, ehrlich gesagt. Ich versuch mal so. Nicht verhandelbar? Ach was. Was ist das denn? Wieso geht das denn jetzt auf einmal? Also ich meine, ich find's gut, ne? Aber, das ging ja dann doch irgendwie ziemlich einfach. Prince, das ist ja ein geisteskranker Trick. Cheatcode Hand auf den Tisch schauen. Das fühlt sich echt dann wie Cheat ein bisschen, ne? Aber wir machen das mal. Der Berater hatte, glaube ich, einfach keinen Bock mehr. Er hat gesagt, komm Junge, scheiß drauf. 1,3 Millionen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt selbst kaum, was ich da, was ich ihm da gerade für einen Vertrag angeboten habe. Wenn er jetzt viele Tore schießt, dann kriegen wir ein Problem. Aus irgendeinem Grund gucken die nur oben so lange hin, bis du es als nicht verhandelbar einstellst. Erst dann gucken die auf die Prämien und verhandeln da. Okay. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das theoretisch geht. Aber es fühlt sich halt ein bisschen nach Exploit an, ne? Also wenn du. Also der Berater möchte ja offensichtlich 2 Millionen Euro haben. Und wenn du einfach sagst, ich gebe dir 1,3 und stelle das Schloss auf Rot und sagt einfach, ja, okay, dann eins. Also,
ein bisschen komisch. Aber ist okay. Wir machen das. Und Ben ist schnell bei Elfmeter und Freistößen entfernen, ja, irgendwie schon, ne? Wobei man das natürlich auch sagen muss, dass mein Angebot nicht so schlecht war. Wenn diese ganzen Klauseln aktiviert werden, also wenn er tatsächlich jetzt eine Saison hat, in der er dann 20 Scorer sammelt, dann kriegt er halt ganz schnell mal nochmal eine Million obendrauf. Wenn die sonst nicht auf die Prämien schauen, finde ich es nicht als Exploit. Ja, okay, stimmt. Gut, man müsste sich anschauen, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt nicht diese gottlosen Prämien drin gehabt hätte, ne? Also wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, Auflaufprämie 8.000 Euro, Vorlagenprämie und dies, das. Also was Normales angeboten hätte, was dann passiert wäre. Naja, wir nehmen es mal so mit. Soll ich einfach schon mal ein Angebot machen für Yannick? Ja, warte mal. Bennis hat neue Position Mittelstürmer erlernt. Ja, wäre eine gute hängende Spitze, der Junge. Ich habe gerade gesehen, dass Yannick Engelhardt bei Kraft nur eine 6 bis 11 hat. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Wir kommen hier echt langsam voran, ne? Muss man sagen. Dauert noch ein bisschen, bis die alle gescoutet sind. Und wenn Terry arbeitet, klicke ich mich hier mal ein bisschen durch. Er hätte entweder selbst seine Prämie erhöht oder direkt abgelehnt. Okay, na gut. Dann ist es vielleicht kein Exploit, war vielleicht gerade dann nicht das perfekte Beispiel dafür. Wie sieht es bei Pavlovic aus? Schauen wir gleich mal. Maschino weiterhin kein Interesse. Paul Jäckel ist interessiert. Ausfallliste, finde ich gut. Okay. Noch ein Stürmer. Jesse Bosch. Okay. Van Krinkel. Cedric Teuchert, haben wir uns eben schon mal angeschaut. Berto Massimo ist nichts für uns. Okay, jetzt geht's voran. Oh, fuck. Oh, nee. Ich hab nicht auf die Verträge geguckt. Jetzt hat Terry ein Angebot für Ambrosius gemacht. Halt, stopp. Stefan muss bleiben. Sorry, aber Stefan muss bleiben. Oh, und das wäre jetzt bitter, ne? Ich glaube, er wäre... mehr interessiert, bei uns zu spielen als bei Schalke. Ich hoffe das zumindest mal. Sneaky Terry. Aber das ist auch schon relativ teuer. 1 Million für Ambrosius? Der Hund, ey. So. Schalke. Und jetzt schauen wir uns mal jemanden an, der für ihn besonders wichtig ist. Einsetzen Startelf, Marius Müller. So, wen wollen wir denn mal... Wie wäre es denn mit Baumgartel? Ja, wahrscheinlich will der nicht unbedingt weg. Irgendjemanden müssen wir jetzt unzufrieden machen bei ihm. Matriziani wäre eine Idee. Wer interessiert? Leicht interessiert. Ich klicke die Jungs mal durch. Unbekannt. Kuita wäre interessiert. Karaman leicht interessiert. Brauche jemanden, der interessiert ist an einem Transfer.
Bruna wäre sehr interessiert. Baumgartel wissen wir nicht. Ovians Vertrag läuft auch aus, ne? Dann machen wir das. Einfach nur so. Ich weiß gar nicht, ob ich den Vertrag dann auch abschließe am Ende. Aber ich will es einfach nur machen. Wir Thomas Ovian Vertrag an. Zack. So. Terry. Suchen verletzt. Oh, ich dachte schon. Komm, Schutzkleidung. Kannst du weiter trainieren. Karaman oder Schallenberg. Sagt Schallenberg Erkältung. Ich mache ein Angebot für... Ich versuche mal Interesse zu bekunden. Er ist ein guter Spieler, mehr sage ich nicht. So, Terry, so. Okay, schade. Schallenberg möchte nicht. Schade. Den Iran Kunda wollte ich mir nochmal angucken. Den habt ihr ein paar Mal in den Chat geschrieben. Wird er nicht so geschrieben? Oder haben wir letztes Mal schon versucht, uns den anzuschauen? Nestori? Ist er nicht so? Naja, gut, den haben wir uns letztes Mal schon angeschaut. Stimmt, richtig. Der war in Argentinien. Terry hat seine Jungs im Griff, ja. Hat sich gegenseitig die ablösefreien Spiele abgegraben, oder was? Ja, ich dachte, ich revanchiere mich einfach mal. Völlig zu Recht. Ja, ja. Auch schon im Winter haben. Tatsächlich? Ja. Ist alles eine Frage des Geldes. Ich hätte gedacht, aber das ist gut, weil du erst mitbekommen, dass er bereit ist. Ach so. Weil mir hat er immer gesagt, er hält noch die Optionen offen und ja. Kann ich ihm auch wieder einen Vertrag anbieten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den haben will, aber ich habe gedacht, komm, dann müssen wir auch. Wenn du an Ambrosius gräbst. Aber dem habe ich auch direkt einen Vertrag angeboten. Ich habe das gar nicht drauf gehabt, dass er auslief. Ja, der wird auch bleiben. Denke ich auch. Ich hatte das auch erst nicht gesehen. Der ist mir vorhin mal vorgeschlagen worden. Da dachte ich, ah, cooler Spieler. Und dann habe ich gesehen, dass er bei dir spielt. Und dann habe ich die Finger davon gelassen. Und jetzt hatte ich gerade meinen Sportdirektor gefragt, was er mir für Innenverteidiger vorschlagen kann, bei denen der Vertrag ausläuft. Und dann kam halt ein Prosos oben auf. Mhm. Und dann dachte ich, na gut. Why not? Ja. Hm. Schauen wir mal. Oh, ich hatte so einen geilen 34-jährigen Brasilianer zum Probetraining. Sosa hieß der. So eine richtige All-Star-Maschine. Ja. Auf der 6 mit, weiß ich nicht, 17 Tackling oder so. Ah, geil. Aber leider wollte der 1,8 Millionen verdienen. Dann habe ich gedacht, na, dann doch lieber nicht. Das ist heavy. Aber der hätte schon gesehen. Hätte schon Bock gehabt. Wo hat er früher gespielt? In Brasilien? Oder wo ist der denn ausgegraben? Ja, der war vorher bei Brasilien. Dann war mal eine Weile in Na, jetzt kommen sie alle mit Angeboten für Uvian. Ja. Prag und Kopenhagen und alle am Start. Musst du nur einen anfangen. Na. Und ganz lange in der Türkei auch gespielt. Ah, okay. Die wollen 10% von Polters Gehalt übernehmen? Vergesst es. Ingolstadt. Bin auch nicht hier. Wohlfahrt! Ist er noch bei dir, der Brasilianer? Oder hast du ihn schon wieder weggeschickt? Nee, ich habe dann direkt... Die Stats sahen gut aus, habe ich ihm ein Angebot gemacht. Das war zu teuer, dann habe ich das Probetraining beendet. Sosa hieß der? Also, ja, S-O-U-Z-A. Ah, okay. Ich glaube, ich
habe seine FIFA-Karte noch vor Augen. Oh, nochmal 300.000 für Malik Ciao. Wir machen hier richtig Schreibach. Nicht schlecht. Ach da, ja. ZDM vertragslos. Ja. Ah, okay. Naja, wir wollten uns auf der Position eigentlich verjüngen. Ach, der Junge hat vorher in China gespielt. Kein Wunder, dass er so viel verdienen möchte. Naja, ah, okay. Da sich das wahrscheinlich ein bisschen versaut, sein Anspruch. Ja, wahrscheinlich. Erinnerst du dich noch, dass damals dieser Oscar, der ja auch hier brasilianischer Nationalspieler von Chelsea und richtig guter Typ, ja, dass der damals mit als einer der ersten nach China gewechselt ist? Ja, das ist irgendwie zu Guangzhou, glaube ich, ne? Ja, genau. Stimmt, ja. Und der spielt ja immer noch. Der spielt ja mittlerweile seit 8 Jahren. Krass. Ja, voll krass. Irgendwie neulich irgendwo zufällig irgendeinen Artikel oder so gelesen, wo das irgendwie erwähnt wurde. So. Ach genau, in Bezug auf die Saudi-League, wo es dann, ja, damals war China der Hype und da sind alle dann auch wieder weg. Ja. Bis auf Oscar, der ist einfach seit 8 Jahren glücklich. Der ist immer noch da. Ja, verrückt. 8 Jahre, ja, krass. Und ja. Wahnsinn. Und hier hast du heute vielleicht auf Twitter gelesen, dieser Gignac, dieser alte Franzose. Ja, genau, dass der immer noch bei Tigres unterwegs ist, ne? Ja, in Mexiko, seit 8 oder 9 Jahren, so ultra cool. Ja. Und das fand ich witzig, weil ich habe ja hier mit meinem Südamerika-Safe, habe ich einfach mal die komplette Datenbank geladen oder fast die komplette Datenbank. Und dann ist der mir irgendwie in irgendwelchen News ist mir der Name Gignac dann wieder untergekommen. Ja, den gibt es ja auch noch, aber der ist doch bestimmt mittlerweile 50 und Trainer. Ja. Und dann, ja, doch nicht. Ja, vor allem, der hat letztes Jahr 20 Tore geschossen da, ne? Also der macht jedes Jahr über 30 Spiele da in Mexiko. Ja. Was eine Maschine. Krass. Ja. Was eine Maschine, nicht schlecht. Schon echt abgefahren. Ja, so ein bisschen wie Roque Santa Cruz aus dem ersten Stream, ne? Wo ich auch komplett... Ja. Perplex war, als ich den gesehen habe. Ja, ich erinnere mich noch, wie die Bayern den geholt haben, als 17-Jährigen. Ja. Das war echt abgefahren. Was machen wir denn jetzt hier mit Idrisi für das Geld? Was mache ich mit meinem Sechser-Problem? Der Tower zu teuer, oder? Nicht dein Typ. Ich habe mit denen noch nichts ganz zu Ende gescoutet. Achso. Muss ich nochmal angucken. Ah, jetzt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch eine Weile offen, das Transferfenster. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir machen unser Spiel. Und da können wir nicht im nächsten Stream nochmal ein bisschen weitermachen, ne? Genau. Ja, der Transferfenster ist ja noch eine Weile offen, weil ich habe jetzt auch, keine Ahnung, 20 Scouting-Aufträge offen. Und bevor ich nicht reinkomme, ja, komme ich hier eh nicht weiter, glaube ich. Dann machen wir das doch so. Habe ich auch Bock drauf. Das müssen wir aber nicht wieder das ganze Spiel gucken, ne? Nein, da haben wir auch gar keine Zeit mehr für. Nee. Warte mal, ich muss noch mal kurz hier in die Leihangebote von Polter gehen, weil ich sehe gerade, dass da ein paar meinen, den für kein Geld zu bekommen. Ja. Gelder 80, Gelder 0, lehnen wir ab. Ja, okay, es gibt nur einen, der sein Gehalt bezahlen will. Und die wollen dann. Ey, das ist ein richtig gutes Angebot eigentlich. Kaufverpflichtung nach 15 Spielen drin. Ja, komm. Soll er da hingehen? Ab mit ihm. Auf zum Topspiel. Ja, genau. Habe ich auch richtig Bock drauf. Bin echt gespannt, wie wir jetzt gegen Schalke abschneiden. Also wir haben so eine krasse Serie gelaufen. So, herzlichen Glückwunsch. Ah, sehr gut. Perfekt. Oh, Justin Deal geht zu Düsseldorf? Und die sollten natürlich auch mehr auf die eigene Jugend setzen. Das ist auch richtig. Machen wir einfach jetzt. Eigene Jugend. Oh Mann, ey, ich wollte Justin Deal holen von Köln. Riesentalent. Ich hätte gedacht, der kommt safe zu uns. Weil ich dem auch Rotationsspiele angeboten habe und was weiß ich alles. Es geht einfach zu Fortuna Düsseldorf. Och. Die leihen sogar direkt aus, ne? Oh nee, ey.
Ja, also ist gerade die Wette durchgelaufen. 16% tippen auf Schalke, 4% auf Remis und die restlichen 80% tippen auf dich. Also no pressure. Okay. Oh, bei uns hat sich gerade, also wir haben aber Verletzungsprobleme jetzt, ne? Der Linksverteidiger Miro Muheim ist raus. Und jetzt gerade hat sich Ferrei mit Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur abgemeldet. Okay. Tja. Aber ich meine, der hat im Hinspiel gegen mich auch nicht gespielt, zumindest nicht von Beginn an. Nee, das stimmt. Ferrei. Das stimmt. Oh Mann, ey. Also vor allem Deal auch, ja, Deal zu Düsseldorf von Köln. Ich bin ein bisschen nervös. Weil, ey, wenn du das gewinnst. Ja, also. Dann ist hier. Es ist eigentlich, also eigentlich läuft es genauso, wie es immer läuft, wenn ich das Spiel jetzt verliere. Also, wir haben jetzt irgendwie 9 Spieler am Stück gewonnen, bei euch läuft es irgendwie richtig durchwachsen und jetzt spielen wir gegeneinander. Ja. Eigentlich kann es in solchen Spielen immer nur ein Ergebnis geben. Oh, ich habe gerade den Scouting-Brief von Jonas David bekommen, ne? Das wäre genau der Spieler, den ich gebraucht hätte. Ja. Der ist ausgeliehen oder hat verkauft? Ausgeliehen. Der ist ausgeliehen, ja. Genau mein Spieler. Kann ich leider nicht zurückrufen. Ey, Freunde. Egal. Pavlovic, ne? Thema Pavlovic. Hm? Sieht nicht schlecht aus. Muss ich jetzt die Leiter durch 15 Scout-Reports noch durchklicken? Ja, mach das mal. Dafür haben wir ja Noah Weishaupt jetzt neu. Leute, Pavlovic nehmen wir mit, ne? Den nehmen wir mit. Ist jetzt vielleicht nicht der, den wir. Also nicht der Spieler, der eine Sofortverstärkung ist. Aber, ja, vielleicht ist es dann einfach unser zweiter Mann dahinter. Dann lassen wir den halt spielen. Wenn Merfo verletzt ist, dann spielt Alex. Wenn Merfo verletzt ist, spielt Alex. Find ich nicht schlecht. Andresen verleihen, finde ich gut. Machen wir. Manfred Ugalde. Aber dadurch, dass du ja weder Terodde noch Polter geholt hast, ist jetzt gar kein Ex-Spieler, den du gegen mich ins Felde führen kannst. Oh, verdammt. Aber musste auch nicht, glaube ich. Özcan Ali ist noch fit, nehme ich mal an. Ja. Hat sich noch nicht verletzt. Ich hoffe. Okay. Ist noch nicht abgemeldet. Oh, ich hätte die. Oh, eigentlich hätte ich die jetzt auch nochmal eine kleine Klausel mit einbauen müssen. Dass er nicht gegen mich spielen darf oder sowas. Ah, Mann, ey. Schade, dass mir das jetzt erst einfällt. Das wäre es gewesen. Ja. Das wäre es gewesen. Ja. Na, let's go. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein echt gutes Gefühl eigentlich, aber. Ja, zu Recht. Du kommst auch hier mit einer richtigen Serie im Gepäck an. Ja. Ja, und zum Glück, ich habe gerade Probleme gehabt mit Laszlo Benes, der einen neuen Vertrag haben wollte. Wir hatten leider kein Gehaltsbudget und das ist so mit einer unserer einflussreichen Spieler. Und da kamen dann schon nach und nach die Führungsspieler auf mich zu und haben sich darüber aufgeregt, dass ich Lazi keinen neuen Vertrag angeboten habe. Bis dann irgendwie. Oh, jetzt fällt auch noch Jatta aus. So langsam wird es schwierig. Och nee. Ja, aber für Schalke soll es reichen. Also. Boah, das ist schon. Also Jatta für Rai Muheim, das ist schon hart. Schicken wir nach Hause. Stay at home. Mit einer Grippe.
ist heavy. Hattest du gesehen, dass Nürnberg Usun auf die Leihliste gesetzt hat? Nee, echt jetzt? Ja, dachte ich, mache hier Doppel-8 Odraogo Usun, aber leider wollten sie nicht an einen Club aus der eigenen Liga verleihen. Okay. Warte mal, dann frage ich auch nochmal. Ah, nee, okay, bei mir wollen sie auch nicht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre geil gewesen. Naja, gut, wenn du aufsteigst, dann bist du ja nicht mehr in derselben Liga. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ist es eigentlich so, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe und da reinschreibe, dass es eine Ausstiegsklausel für Vereine in einer höheren Liga gibt? Wenn ich jetzt aufsteige, dann gibt es ja keine höhere Liga mehr, ne? Nee, genau, dann ist die auch hinfällig. Ist sie weg, ne? Okay, gut. Mhm. Dann ist ja gut. Ja. So, dann wollen wir mal. Okay, Leute, Noah Weißhaupt. Das ist, glaube ich, klar, dass Noah spielen muss. Jetzt, wo Jatta raus ist, spielt Noah auf rechts. Bakker ist verletzt, Manu ist verletzt und Miro ist verletzt. Das ist alles ein bisschen bitter. So, jetzt müssen wir mal schauen, wen wir auf die 10 stellen. Wir könnten Benes auf die 10 stellen. Oder wir machen das so. Warte mal, kann Dompe? Was ist eigentlich daraus geworden? Aus dem Dompe-Deal? Habe ich ja gar nichts mehr mitbekommen. Was ist eigentlich daraus geworden? Vasco Walz auf die Bank? Ja, komm. Ja, mit. Wo ist denn da? Und der ist da, Alvasco. Wie habe ich mit meiner Maus heute auch Probleme? Da ist er. So, Linksverteidiger können wir dann auf Nicolas Oliveira setzen. Dompe kann spielen, dann müssen wir es, glaube ich, so machen. Renzi auf die 10. Hat Dompe abgelegt? Ah, okay. Ich kann nicht mitbekommen. Dompe links, Königsdorf auf der 10. Weißhaupt rechts ist, glaube ich, dann unsere Variante. Oder wir, was wir halt auch machen können, ist Van der Bremt spielen lassen, aber der wird die Position nehmen. Atsika Dunic kommt mit. Es gab eine Anfrage für den, ja, von, was war das, Montpellier oder so? Oder wir machen es halt so und spielen mit Reis oft als Schattenstürmer. Können wir auch machen. Weil wenn, dann eher so, ne? Benes auf der 10, Reis auf der 8, Königsdörfer links und dann haben wir so wenig wie möglich verändert. Dann spielt Königsdörfer weiterhin auf der Position, die er am besten kann. Anzi haben wir halt auch noch, aber der ist leider angeschlagen, wie immer. Dunic, Ramos, Dompe. Das ist schon krass, wenn ich Dompe nicht mal in diesem Spiel aufstelle. Wenn es als Schattenstürmer fühle ich halt irgendwie auch nicht so ganz. Ich glaube, ich mache es dann doch so, dass ich Dompe spielen lasse auf links. Ja, wenn es Schattenstürmer schwierig, ne? Ist halt nicht so schnell. Machen wir es doch so. Hat sich Dompe mal wieder einen Einsatz auf links außen verdient, irgendwie. Ja, ich glaube, ich bin ready. Meinetwegen können wir so reingehen. Wie lange ist die 22 noch gesperrt? Ach, Vuskovic, der ist... Wieso eigentlich 22? Der muss ich 44 haben. Ach so, das ist sein Alter. Lol. Die 44. Noch bis Ende 24.
Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall vorher speichern, ja. Wenn Terry dann fertig ist, dann sage ich ihm das gleich nochmal. Ich sehe gerade Terry Scout und noch die. Terry Scout und noch meine Mannschaft. Einer auf der Bank fehlt. Eins, zwei. Oh ja. Dann nehmen wir nochmal. Wie nehmen wir nochmal mit? Ersatzkeeper dabei. Ja, Sascha habe ich. Habe ich mit eingesteckt. Ja, was fehlt uns noch auf der Bank? Noch ein Innenverteidiger haben wir zwei. Stürmer haben wir. ZM haben wir. Torwart haben wir. Rechtsverteidiger. Noch einen Außenverteidiger. Noch einen Außenverteidiger. Hier Bent Andresen kommt nochmal mit. Falls alle. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, dann speichere ich eben mal. Ja, ich bin soweit. Unbedingt speichern, ja. Hast du mich gehört? Jawohl, Mox, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns am Montag schon wieder, weil Jonas am Donnerstag nicht da ist. Also im Stadion beim Euroleague-Spiel. Warte mal, wir müssen noch eine Anweisung reinmachen. Und zwar. Deshalb sehen wir uns schon am Montag wieder. Ich werde den Rechtsaußen kaputt treten. Und am Samstag haben wir dann das FM2-Kette Streamer-Turnier. So. Auflage 2, auch da wieder Gutmachung zu betreiben. Irgendwie. Hoppala. Ich weiß nicht, ob du mich eben gehört hast, aber ich wäre soweit. Hallo? Hallo? Wie schaut's aus in Hamburg? Hörst du mich? Wie schaut's aus in Hamburg? Hörst du mich? Er hört mich nicht. Lieber FM2-Kette Chat. Also ihr müsstet mich hören. Der Chat hört dich wieder, ich höre dich wieder. Nicht. Ja, 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 ja. Oh Gott. Warte mal. So, next try. Hörst du mich? Okay, ich starte mal Discord neu. Ja. Ach ja, ach ja. Nicht schon wieder, ja. Wann ist nochmal das Turnier? Ja, Turnier, wir haben nächste Woche. Donnerstag gibt es keinen Stream. Achso, jetzt hört er mich immer noch nicht. Okay. Nächste Woche Donnerstag gibt es keinen Stream. Der nächste Stream ist am Montag. Montagabend um 20 Uhr, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und Donnerstag gibt es, wie gesagt, keinen Stream, weil ich da im Stadion bin. Hallo, hallo. Guten Tag. Hören Sie mich? Hör dich nicht. Hört er mich nicht. Kannst du mich nochmal anrufen, bitte? Ja. Hallo. Test, 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 Test. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Können Sie mich hören? Sie können mich nicht hören. Ich weiß nicht, was hier los ist. Gefragt. Von wem und was? Ich brauche die Frage. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn ich die Mukas nicht hören kann. Ausgabegerät. Ja, aber ich höre dich ja die ganze Zeit und dann auf einmal nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist komisch. Das wundert mich. Komisch. Ich guck nochmal. Nee, Ausgabegerät ist korrekt. Ausgabegerät ist korrekt. So, hier. Voice Chat ist auch korrekt. Ich verstehe es nicht. Weil. Jetzt ist er wieder raus. Irgendwann wäre ich auch gerne mal beim Turnier dabei. Ja, safe. Ich glaube, Terry. Wird wahrscheinlich ein Zeitproblem, tippe ich mal so, ne? In welchem Stadion? Im Volksparkstadion. Da ist Europa League. Hallo? Ah! Ach was. Scheint ein Discord-Problem zu sein. Also ach bei so. Mir ist alles eingestellt.
Ah, okay. Hast du jetzt irgendwas geändert oder hat es einfach funktioniert? Nö, es hat einfach funktioniert. Wie vorhin auch. Da habe ich ja auch nur geguckt, ob alles stimmt. Stimmte alles und dann haben wir uns neu zusammen telefoniert und dann ging es auf einmal. Na geil. Warum? Vielleicht dauert Discord das Telefonat zu lang. Man weiß es nicht. Ja, das kann sein. Na dann, rein da. Ja, rein da. Ich bin motiviert. Ich wünsche uns ein gutes Spiel. Ja, ich uns auch. Ich uns auch. Ab in die Halle. Gerne nochmal nach realem Vorbild. Hätte ich gar kein Problem. Weißhaupt in der Startelf, der Neuzugang. Ja, so sieht's aus. Sehr okay, gut. Ich habe 3 Neuzugänge in der Startelf, also eingespielt hat es nicht so das, worauf wir uns hier verlassen können, aber vielleicht auch ein bisschen mehr individuelle Qualität, wer weiß. Ja, ja. Buchmann spielt, okay. Ja. Dann den noch direkt mal. Direkt mal Buchmann pressen, wa? Oh oh. Erste Szene. Schalke mit der Flanke. Karaman am langen Pfosten. Oh. Das war schon mal relativ knapp. Ah, den hätte er auch machen können. Was ist denn mit Schalke los hier? Komm, Estinali, mein Freund. Hart tackeln. Komm! Nein! Oh, jawohl! Nee. Let's go! Estinali Keita! Meine Damen und Herren! Der Trainer ist scheiße, aber Transfers kann er. Also mich mir jetzt besser gefallen, als Discord noch nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich mute mich ja schon. Mann! Ausgerechnet Öztunali dribbelt dann da ins Zentrum, ne? Und macht ihn rein. Ein Scheiß. So, Einwurf Oliveira. Königsdörfer. Ambrosius auf Meffert. Oh, Meffert bleibt an Schallenberg hängen, aber wir sind da. Van der Bremt auf Laszlo Benes, der sieht Weißhaupt rechts aus und das erste Mal Weißhaupt zurück auf Benes. Nur Weißhaupt gegen 2, gegen 3 hat er Probleme. Wieder Van der Bremt, Schalke presst hier stark im Mittelfeld, ne? Schonlau. Ja, auf Glatzel, genau, Glatzel macht den Ball gut fest, sieht links Oliveira. Nicolas Oliveira auf Van der Bremt. So langsam dribbeln wir uns hier nach vorne. Van der Bremt! Pfosten. Oh, Mann. Marino, Junge. Oliveira ist bestimmt zur Trainerbank gerannt. Was für ein Hund. Oliveira, Doppelpass mit Öztunali, stark. Ja, Dompe, wieder Oliveira, Meffert. Meffert, Benes dreht sich, Benes schießt! Oh. Ecke. Wir sind drin, ja, Leute, wir sind drin im Spiel. Wir sind drin. Komm schon. Einfach rausschädeln. Ah. Ja, wir haben halt keinen Ferrode mehr und keinen Polter mehr da vorne drin. Ja. Eieieiei, Van der Bremt. Öztunali auf Matriziani. Matriziani. Mit der Hacke. Schallenberg, Auvian, drüber. Hast du den Ball gesehen von Matriziani mit der Hacke? Das war ja komplett crazy. Da fängt auf einmal an zu zaubern. Macht er auch nur gegen den HSV, glaube ich. Naja. 0,72 XG jetzt schon, mein Gott. Wir mit 74% Ballbesitz, aber irgendwie.
Abseits. Ah, schade, aber okay. Das Finale ganz schön umtriebig. Ja, der ist echt viel am Ball, ja. Benes, Weißhaupt. Oh Mann, Jungs! Was ist denn das? Karaman dribbelt jetzt rein. Wieder Öztunali, Odraogo. Und Matriziani. Timo Baumgartl. Auf Öztunali. Wie immer wieder Öztunali. Das gibt's ja gar nicht. Spielt einen Fehlpass. Ganz schlimmer Fehlpass. Glatzel jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen Platz für uns. Weißhaupt. Bitte mach schnell, Junge. Mach schnell. Dribbel einen aus. Geh an ihm vorbei. Weißhaupt mit der Flanke. Königsdörfer. Matriziani köpft ihn zur Ecke raus. Und wir haben die erste Ecke. Oder die zweite? Ja, ich glaube die zweite. Ambrosius, Buchmann. Tackle ihn doch bitte. Ja, sehr gut. Dompe arbeitet mit zurück. Maschine. Matriziani auf rechts außen hat schon so Robben-Vibes. Ja, komplett. Ja, so spielt ja sogar inverser Flügelverteidiger, ne? Also zieht sogar nach innen. Naja. Mein Gott. Naja. Aber taucht extrem oft außen auf. Keine ja. Ahnung warum. Das stimmt. Sinali macht irgendwie so öfter mal die Räume auf. Langsam spielt Öztunali hier aber ein bisschen oft auf die weißen Hemden. Ist noch nicht ganz angekommen. Ja. Jawohl, komm. Oh, Van der Bremt, sehr gut. Ah, schade. Niemal, ich hab bei sowas immer Angst. Ja. Oh. Ja, komm. Schön. Jetzt gerade wieder komplett nix. Test. 1, 2, 3. Hallo? Weder Game-Sound noch sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Ich glaube, mein Audio-Codec ist überlastet. Weil ihr hört alles, ich höre gar nichts. Ich höre weder das Game noch irgendwelche Alerts gerade. Oh, Dompe. Ecke. Okay, Terry hört nichts. Jetzt ist der Sound wieder da. Jetzt höre ich bestimmt auch gleich Lukas wieder. Hörst du mich wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay. Ja, ist wahrscheinlich echt der Codec. Ja. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Zumindest in der Theorie, dass man das irgendwie auf mehrere Codecs verteilen kann. Tja. Also von uns kommt hier noch relativ wenig, ne? Muss man sagen. Das sieht alles. Ja. Sieht schwierig aus. An der Bremt. Über rechts. Auf jeden Fall schwieriger als im Hinspiel. Er fährt Van der Bremt. Ja, wir kommen hier nicht am Mittelfeld vorbei. Ich glaube, ich stelle gleich mal auf. Boah. Ein Dreier-Mittelfeld um vielleicht. Da segeln viel zu viele Flanken rein auch. Also diese Situation, da muss jetzt halt was kommen. Dompe. Kann er flanken? Ah, die nächste Ecke, ne? Also es sind viele Ecken, die wir haben. Aber es bringt nichts. Viel Ballbesitz, aber nur drei Schüsse aufs Tor. Oder nur drei Schüsse, noch keinen einzigen aufs Tor. Der Schattenstürmer klappt so gar nicht. Ich mach's mal so. Odraogo, Koita, Seguin, abseits. Aber dann vielleicht auch wieder. So. Stoßstürmer. Odraogo. Oh.
Okay, also kurzes Passspiel. Naja. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Bisschen vertikaler wäre vielleicht keine schlechte Idee, ne? Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber passen die Tiefe. Und wir versuchen die Verteidigung mal auszudribbeln. Ich ziehe die Pressinglinie mal eins zurück. Wir gehen in den mittleren Block. Jatta ist verletzt. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter. Uns ein bisschen zurückziehen hier. Bin mir noch nicht so ganz sicher mit der Rollenkombination da vorne jetzt, mit dem vorgeschobenen Spiel. Also Renzi als, warte mal, Renzi als vorgeschobener Spielmacher ist halt relativ blöd. Weißhaupt aber auch. Weißhaupt aber auch. Gucken wir mal. Enttäuscht ist schlimmer als wütend, genau. Ah, sehr gut. Kocht ihn da ab. Da spielt der HSV noch alles. Was macht taktische Newcast? Abwarten, abwarten. Weißhaupt. Ah, rennt da einfach in Ovejan rein. Buchmann wieder Ovejan. Interessanter Ball auf Matriziani. Wenn es auf Olm und Reis rein. Ja, das ist eine Idee. Das werden wir gleich mal tun. Mal gucken, wen wir runternehmen. Oh, Glatzl ist da. Sehr gut. Glatzl, Dompe. Königsdörfer. Oh! Nein, das war doch kein Elfmeter. Ganz, ganz klarer Elfmeter. Ganz klarer Elfmeter. Echt? Eine absolute Untat. Ich habe das nicht gesehen hier von hier aus. Nee, keine Ahnung. Es ist so ein klassischer FM-Elfmeter. Oh Gott, aber wir nehmen ihn mit. Klassischer Schalke. Ja, so ein klassisches Schalke-Ding. Ey, kommst aus der Halbzeit erstmal. Oh, 48. Minute, Benes. Yes! Dieser Verein macht mich so fertig. Oh, ist das wichtig. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Das Gute ist, mein Sound ist weg. Ich höre Lukas nicht. Eieieiei. Okay. Dann kann es jetzt da gerne weitergehen. Schöne Balleroberung von Glatzl, ne? Bist du ein Ultra? Nee, bin ich nicht. Ich bin kein Ultra. Kuita. Oh, Karaman. Karaman. Oh ja, Fernandes. Danke. You know what? Wir nehmen Dompe runter. Ich bringe. Hallo? Benes auf die 10. Reis rein. Das sind einfach mal OM auf. OM auf Unterstützung. Nee, komm. OM auf Angreifen. Das passt. Und dann machen wir Glatzl wieder zur hängenden Spitze. Karaman. Oh, Weißhaupt, Junge, was eine Grätsche. Er traut sich dabei was. Da, hier, wie er geflogen ist. Das war doch ein Elfmeter, oder nicht? Naja, den wollte er zu sehr. Also. Ja, genau. Oh, nee. Wow. Oh, der Kuita kann was, ne? Der sieht nicht schlecht der aus. Der ist richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Ja. Na, viele Highlights. Echt viele Highlights hier. Sehr gut, Oliveira. Du sollst dir das übrigens mit dem FM nochmal überlegen, Jonas. Die Bodas hat gerade so eine Theorie entwickelt, warum der durchschnittliche FM-Spieler weniger Haare hat als normale Menschen. Ja, das kommt, glaube ich, noch. Das kommt, glaube ich, noch. Da müsste man aber mal eine statistische Erhebung durchführen, oder? Ja, oder du schaust einfach in meinen Stream und stellst dir vor, wie du in 7 Jahren aussiehst. Ja, stimmt. Und dann suchst du dir ganz schnell ein anderes Hobby. Oh, Achtung.
Oh nein! Oh, das Netz wackelte, aber von außen. Ah. Also das muss doch hier fast euer bestes Saisonspiel sein, oder? Es ist ja echt nicht schlecht. Ja, ist schon vorne mit dabei, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir da nicht diese blöden Elfmeter da noch hätten. Erst in der Saison. Wäre da schon was, ja. Wir tackeln mal Ovi an Hart. Der macht ein richtig schlechtes Spiel. Außerdem macht Karaman ein schlechtes Spiel. Dann pressen wir den auch mal. Dass er sich da vielleicht mal verdudelt irgendwie. Das machen wir mal. Königsdorfer macht das nicht so gut, aber ich habe jetzt nicht wirklich jemanden, den ich da bringen kann. Ich glaube, ich lasse Oliveira einfach mal als normalen AV auf Unterstützen spielen. Muss nicht sein, dass da jetzt hier die Linie rauf und runter rennt. Er soll sich einfach mal auf seine Aufgaben konzentrieren und dann passt das schon. Ja. Terry tüftelt wahrscheinlich ein bisschen. ...25 Minuten noch. Na, ganz ehrlich mal, ein Punkt hier auf Schalke ist voll okay. Ich fordere trotzdem mal mehr. Den würde ich so mitnehmen. Glatzel macht echt kein gutes Spiel. Wo sind denn die Highlights denn aus der ersten Hälfte? Ja, gute Frage. Irgendwie passiert nichts mehr. Wechsel mal die Highlights ein. Ich mache auf umfassend jetzt. Ja. Bist du gerade im Menü? Ja, bin ich. Ich bin gerade im Tüfteln. Ja, ich weiß nicht. Ich kann halt irgendwie Königsdorfer nicht runternehmen, weil ich keinen hab. Nehm mal Glatzel runter und bring den mit rein. Vielleicht ist ja heute sein Tag. Oh, Platz. Oh, viel zu viel Platz. Dennis. Ah, Mann. Schade, ey. Schade. Aber es ist echt selten, dass man viel Platz hat im Schalker Mittelfeld. Oh, dann mal eine Ecke vielleicht mal. Alter. Jawohl. Da ist er wieder. Wir stehen. Oh, Keuta verletzt. Oh, Keuta verletzt. Ey, das ist der Klassiker. Ne? Debüt, erstes Spiel, erstes Tor und dann Kreuzbandriss. Ah, kann weitermachen. Kann weitermachen. Oh, aber der sieht ziemlich tot aus. Mm. Warte mal. Oh. Wisst ihr was, Leute? Ich schieb mal Van der Bremt einen weiter nach vorne. Und bring Mikkel Brenzis auf rechts. Weißhaupt reicht mir. Ich habe genug gesehen. Seinem Debüt. Vasco Walz bringen wir mal nicht. Ich glaube, mehr wechseln wir mal nicht. Keke Top, das ist sicher, Keke Top, okay. Oh, Junge. Das war, glaube ich, die beste Aktion, die ich von ihm gesehen habe in dieser Saison. Ja, sehr gut. Und weg damit. Ja, so ein Punkt auf Schalke ist nicht das Schlechteste. Es ist in Ordnung, wenn es dabei bleibt. Komm schon, ey, Kinders. Ich will hier 3 Punkte haben. Ah, wieso spielt er den denn lang?
Haben wir eigentlich nicht so ausgemacht. Oh! Den habe ich drin gesehen. Uiuiuiui. Ich mein, versuch das mal. Merkin, komm. Junge! Ja, sehr gut, Stefan. Ach, scheiße. Ja. Ja, die Idee war nicht schlecht, aber so nicht. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ah, jetzt bin ich wieder drin. Okay. Der neue Innenverteidiger. Ich sehe irgendwie eine andere Szene als du gerade. Okay. Bin hier gerade in einer 86 und 13 Sekunden bin ich gerade. Ja, ich auch. Okay. Ich hatte gerade ein kurzes Missverständnis zwischen Tarek Buchmann und Müller. Ah. Ach. Mein Internet scheint gerade ein bisschen Probleme zu haben, daran wird es liegen. Oh, Reis. Reis! Oh. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, letzte Minuten laufen. Komm, passt. 1-1. 5 Minuten Nachspielzeit, alles klar. Freundschaftliches 1-1 ist doch voll in Ordnung. Ah. Ich würde ja gern hier noch was mitnehmen, sagen wir es, wie es ist. Aber. Ah, gibt's nochmal ein Highlight? Ein echtes Highlight? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube nicht. Ich habe auch irgendwie mein drittes Wechselfenster schon in der 60. Minute gezogen. War auch nicht so schlau. Oh, Bennis. Ja. Ach, abseits. Oh, Gott sei Dank, ey. Come on. Oh. Wahnsinn, too much Sissi. Der hat schon freiwillig mit Schalke gespielt. Wahnsinn. Ja. Das war doch irgendwie. Ist in Ordnung. Ja. Also, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich es genommen. Jetzt. Ja. Gerade durch den blöden Elfmeter. Ja. Wir nehmen es auch. Das ist okay. XG waren auch relativ ausgeglichen, also ich glaube da. Ja, gut, wobei, wenn man bei dir den Elfmeter rausrechnet, dann. Auch ja, nicht mehr. Naja, gut. Aber ja, es ist in Ordnung. Ja. Aber es ist definitiv besser gewesen als das erste Spiel. Ja, schon. Das stimmt. 96 hat gewonnen. Aber meine Euphorie hält sich dennoch in Grenzen. Ja. Ja, wir kommen halt nicht in eine Serie rein, das ist das Problem. Ja, ja. Wir kommen da nicht in eine Serie rein. Ja, und aber das Gute ist, Keuter hat getroffen beim Debüt. Ja, das ist echt gut. Öztunali hat sich als die Verstärkung. Ja, der sah echt gut gezeigt. Aus, ne? Sehr, sehr umtriebig. Viel Aktion. Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und Polter geht auf Leihbasis zu Union. Und Alex Pavlovic akzeptiert das Angebot von Bayern München und kommt nicht. Schade. Schade. Van der Vaart erweist Öztunali seinen Respekt für eine gute Leistung, ja. Ja, aber hier, ne? Also wir müssen hier uns aber strecken jetzt nächsten Stream. Lautern, Braunschweig, Holstein, Kiel, Wiesbaden, Magdeburg. Das müssten eigentlich 5 Siege sein. Ja. Damit man dann vom Aufstieg reden kann, aber wahrscheinlich sind das einfach 3-1-1, ein Sieg und eine Niederlage. Und bei uns wird es richtig ernst. Wir haben den KSC, dann Hertha und dann Hannover. Also gegen den zweiten und gegen den dritten spielen wir nächste Woche. Ja. Das, Ich würde sagen, da kannst du ein paar Punkte liegen lassen, aber eigentlich wäre es mir sogar lieber, du putzt die alle weg, drehst da oben einsam deine Kreise und ich hole noch Hertha und Hannover ein. Ja, ja.
Ja, also 6 Punkte Abstand, das ist zu machen. Ne? Wenn ich Hertha schlag und du gewinnst dein Spiel, dann sind es nur 3. Mhm. Ja. Alles, ja. Ich muss echt in so eine Serie reinkommen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Kader ein bisschen mehr dem Fußball entspricht, den ich spielen will. Ja. Und das ist schon mal die gute Nachricht des Tages. Und alles andere sehen wir nicht kommenden Donnerstag, sondern kommenden Montag. So ist richtig, es. Weil Donnerstag ist Jonas im Stadion. Montag 20 Uhr geht's weiter. Ja, so machen wir's. Gewohnter Ort, aber ungewohnte Zeit. Nicht Donnerstag, sondern Montag. Donnerstag fällt dafür aus. Und am Samstag sind wir auch beide live beim FM-Streamer-Turnier. FM2-Kette-Streamer-Turnier. Ja, das wird auch richtig gut. Ich glaube, ich gehe einfach mit der HSV-Taktik rein. Ich habe mich so ein bisschen in die verliebt. Ja, das wird richtig gut. Ich gehe, glaube ich, ich weiß noch nicht, mit welcher Taktik reingehe. Ja. Also wir spielen ja mit den Vereinen des Champions-League-Achtelfinals. Ah, okay. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das heißt, okay. Cool. Wenn ich mit City reingehe, dann ist scheißegal, mit welcher Taktik ich spiele, glaube ich. Aber wenn ich Kopenhagen bekomme, dann ja. Wird das gelost oder können wir uns das irgendwie aussuchen? Es wird mehr oder weniger gelost. Also es ist klassisch zugelost, sondern wir machen so ein bisschen Adventskalendermäßig und der Sieger des letzten Turniers darf das erste Türchen öffnen und ich nehme das, was am Ende übrig bleibt. Ah, okay. Alle anderen dann dazwischen. Okay, okay. Also, dass man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen die Wahl. Ein bisschen Kontrolle, aber, ja. Wie Sportwetten. Ja. So ungefähr. Ja. Okay, dann habt ein schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich dir auch. Und dann sehen wir uns am Montag schon wieder, freue ich mich drauf. Ja. Ja, endlich mal nicht 7 Tage warten, sondern nur 3. Ja, das ist wirklich gut. Oh, wobei ich bislang eigentlich meistens 7 Tage gebraucht habe, um mich von diesem Safe zu erholen. Ja, aber heute geht's doch, oder? Heute geht's ja. Das war doch relativ. Ja, aber auch nur, weil wir nur 2 Spiele gemacht haben. Also 2 Spiele, 1 Punkt ist halt schon wieder so. Ja. Also ich habe hier irgendwie mit. Aber Transferphase war gut. Wir haben ja eigentlich gut Geld verdient, aber das hilft uns halt auch nichts, weil wir brauchen Punkte. Egal. Ja, wir arbeiten weiter dran. Und das Transferfenster ist ja noch wie lange geöffnet? 11 Tage? Ja, 11 Tage haben wir noch. Ich glaube, ne? Dann geht's weiter. Ja, schließt am 1. Ich hab im nächsten Stream auch Viertelfinale DFB-Pokal gegen Paderborn. Das wird auch. Oh, da freu ich mich drauf. Wann ist das? 31.01., also direkt nach dem ersten Ligaspiel. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr gut. Das ist im Prinzip ein Tag vorm Deadline-Day. Dann, richtig, ja. Dann machst du das auf Full Match und ich scoute. Irgendwie so. Dann kaufe ich den ganzen Markt leer in der Zeit. So, jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Insofern sage ich einfach gute Nacht. Ich sage euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Vielen Dank für euren Support. Tschüss, FM2-Kette-Chat. Wir sehen uns dann am Montag schon wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Freunde. So. Tschüss. So, Leute, dann sage auch ich Tschüss. Viele von euch sind eh schon weg, aber ist okay. Bis zum nächsten Mal. Bis Montag. 20 Uhr, da sehen wir uns wieder. Hinterher dann, wie gesagt, Samstag. Freu mich drauf. Danke an euch alle fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.